Und damit Privet, Privet oder auch Moin, Moin und willkommen zurück zu Real Solar System am Dienstagabend. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, der Cookie hatte nicht so guten Stream, so wenn ich das richtig mitbekommen hat. Da komme ich aber gleich noch zu. Jetzt sage ich aber erstmal Hallo und guck mal, wer schon alles da ist. Der Markus ist schon da, der Thorsten, hallo und Anouke und der Alex Julius und der TJ Kerbel und der Buckles und der Neo und der Freedom Nerd und der Mimir, der TJ, der DJ. Haha, witzig, dass ihr direkt hintereinander da seid. Der Anthrax und die Senfsoße und der Hastur. Und ich glaube, fast haben wir's. Lady Samus ist auch noch da. Und dann Coffee to Games. Der Luca ist auch gerade noch aufgeschlagen. Der Marzenotor und last but not least El Schnorpolino. Hey, so, ja, ich fasse das mal kurz zusammen für die, die vielleicht Cookies Stream noch nicht gesehen haben. Also Cookie und ich machen ja hier so ein Space Race zum Mond und so. Und bisher sah das für Cookie ziemlich gut aus und für mich ziemlich finster. Und der letzte Stream von Cookie lief nicht so richtig gut. Also er hat wohl irgendwie das Venus-Startfenster gerissen. Hat ziemlich viele Missionen dabei gehabt, die ihm irgendwie schiefgegangen sind. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, aber Cookie, hallo erstmal, und du kannst ja dann auch gleich noch was dazu sagen. Er ist zum Mars gestartet in diesem Zeitfenster, was ihr bei mir da seht, in 254 Tagen. Das heißt, Cookie ist jetzt das erste Mal zeitlich auch vor mir unterwegs. Also ich bin jetzt hinter ihm zeitlich und kann auflegen und hoffen, dass meine Missionen besser klappen. Und die Mars-Mission ist wohl ein bisschen knapp von den Delta V. Aber da kann der Keks selber was zu sagen. Ich drücke ihm auch weiterhin die Daumen, dass das klappt. Ich meine, das war jetzt das erste Mal, dass ein Stream richtig in die Hose gegangen ist bei ihm. Bisher hat er ja echt eine heiße Sohle aufs Parkett gelegt und ich bin mir sicher, das ist auch noch nicht gelaufen. Weil ich hab jetzt mal eine Chance, ein bisschen was aufzuholen, aber naja, gewonnen ist da noch nix und verloren in dem Sinne natürlich auch noch nix für den Keks. Genau, was wollen wir heute machen oder was will ich heute machen? Also, wir haben ja in der letzten Folge die Venus-Probe erfolgreich losgeschickt. Da können wir jetzt mal kurz vorbeischauen für alle, die es noch nicht gesehen haben. Mal ein kurzes Update, wie es aussieht. Also, wir haben die Venera 1 gestartet. Die Venera 1 hat den Erdorbit auch schon verlassen, hält Kontakt per Funk und hat in um und bei 120 Tagen ein geplantes Manöver, um unseren Venus-Flyby so tief wie möglich runter zu drücken. Und was soll ich sagen? Also, ich glaube, das sieht. Also, wir sind jetzt schon in einem Venus-Flyby. Fassen wir es mal so zusammen. Hier ist die Probe zu sehen. Antenne ist ausgeklappt für unsere Funkverbindungen. Die Solarpanels sind jetzt nicht so ganz ideal ausgerichtet, muss man der Fairness halber dazu sagen. Aber für das, was wir hier treiben, reicht es wahrscheinlich knapp. Oder halt auch nicht. Aber es ist egal, solange wir nicht da sind und den ganzen Kram hier benutzen. Ansonsten müsste man sie halt mal ein bisschen seitlich in die Sonne drehen. Die Solarpaneele sind groß genug. Das ist, also, ja, wir können jetzt darüber reden, ob das Cheaten ist oder nicht, aber die Solarpaneele können 150 Watt erzeugen, von daher alles stressfrei. Die Probe kann sich selber versorgen. So, in 120 Tagen, wie gesagt, ist dann unser Manöver, um uns in den noch näheren Venus-Flyby zu schmuggeln. Jetzt gucken wir mal, wo die Venus ist. Und Deadshot ist jetzt ein Kommonaut, wie ihr vielleicht gerade gemerkt habt. Ich hatte den Hinweis bekommen, danke da auch nochmal, Schnorpel. Mir ist es in letzter Zeit auch ein bisschen auf den Sack gegangen, dass der Follower-Alert, der kommt mittlerweile halt einfach ein bisschen öfter, dass der lang und laut ist. Und ich habe das mal ein bisschen körbeliger und ein bisschen kürzer gemacht. Das heißt natürlich nicht, dass ihr nicht mehr followen sollt, sondern ich freue mich natürlich trotzdem über jedes Follow und werde das auch lobend erwähnen. Da übrigens auch nochmal ein Danke an den Coffee to Games, der gefollowt hat, während noch die Warmlaufphase unterwegs war, und den Anouke, der vor einer Stunde schon gefollowt hat. Ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt ein bisschen ruhiger, ne? Das ist jetzt ein bisschen ruhiger und reißt mich nicht mehr so aus der Konzentration, dass ich jedes Mal mit einem halben Herzinfarkt vom Stuhl kippe. So sieht das aus. Also, wir haben jetzt momentan
Einfach mal, um euch zu zeigen, wo wir stehen. Das ist unser jetziger Venus-Flyby. Das heißt, der Flyby wird auf jeden Fall klappen. Da kommen dann die Forschungsdaten her. Und mit dem restlichen Fuel, was wir haben, das sind noch irgendwie so 36 Delta V, 31,6 sind verplant in dem Manöver. Werden wir uns noch ein bisschen näher randrücken, wird aber trotzdem natürlich nur ein Flyby bleiben. Genau, mir ist da leider eine Raketenstufe mit, ich glaube, 1500 Delta V verreckt. Ich hatte zum Glück genug Reserve, dass das jetzt irgendwie noch so mit Hängen und Würgen geklappt hat, war aber auch bei mir sehr, 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 sehr knapp mit dem Venus-Flyby. Von daher kann ich das verstehen, wenn das bei Cookie nicht geklappt hat. Das war bei mir wirklich auch um Haaresbreite dran vorbei. So, was wollen wir heute machen? Ich hatte überlegt, ich brauche mal ein bisschen Geld. Also erstmal will ich ein paar kleinere Forschungspunkte ausgeben, um so Kleinscheiß noch in die Forschungsliste mitzunehmen. Denn für jede Forschung, die ich reinschmeiße, bekomme ich so ein Upgrade-Point. Das hat mir Cookie beigebracht und das nutze ich natürlich schamlos aus. Das heißt, ich würde mir jetzt mal für 10 Punkte den hier holen und für 20 Punkte den hier. Nicht, weil ich sie gerade so dringend brauche, sondern einfach, weil es für wenig Forschungspunkte durchaus Dinge sind, die später interessant werden. Also Mature Solids und so kann man ja dann auch, Mature Solids, kann man ja dann später durchaus sinnvoll benutzen. Wie es mit Supersonic Flight aussieht, müssen wir mal gucken. Aber 10 Punkte sind 10 Punkte. Und es kommt ja ein bisschen was rein über unsere Venus-Mission. Das heißt, ich schnapp mir jetzt mal die zwei Forschungen hier, dann haben wir immer noch 56 Punkte auf der hohen Kante. Zack. So, und das ergibt jetzt hoffentlich, zwei neue Upgrade-Points, die wir direkt mal in R&D investieren. Und dann gebe ich nochmal stumpf 60.000 aus und investiere die auch nochmal in R&D. Einfach, weil ich es kann, weil ich jetzt gerade so ein bisschen Morgenluft schnuppere. Und die will ich jetzt natürlich zementieren, indem ich jetzt versuche, mit Forschung auch aufzuholen. So, und jetzt brauchen wir aber Geld. Geld, weil ich in absehbarer Zeit geschmeidige 800.000 ausgeben muss. Und genau genommen muss ich eigentlich sogar noch ein bisschen mehr ausgeben. Nämlich hier sind auch nochmal 150.000 fällig, damit ich irgendwann mal eine EVA machen kann. Das heißt, da kommt eine knappe Million auf uns zu. Und wie ihr seht, habe ich 300.000 auf dem Konto. Fehlt noch ein bisschen was. So, dafür hatte ich überlegt, ich hatte es letztes Mal schon angekündigt, dass ja ein Communications Network eigentlich eine ganz witzige Idee wäre. Und hatte letztes Mal gesagt, so, oh, lass uns doch das mit den drei Satelliten machen. Aber ich strebe ja nach höherem und einfach, weil es auch mehr Kohle gibt. Kashi, ich habe dich schon längst bemerkt, ich erwähne das nur einfach nicht. Ich sag gleich was zu denen, die noch dazugekommen sind. Ich erkläre nur kurz, wo wir stehen und dann begrüße ich dich, obwohl ich dich jetzt irgendwie auch schon begrüßt habe, aber egal. So, hier kriegt man nämlich 75.000 Vorschuss und 230.000. Und wenn man es mit vier Satelliten macht, was den Aufwand ja jetzt nicht massiv erhöht, kriegt man 380.000. Das macht, wenn ich das noch richtig im Kopf überschlagen kann, 150.000 mehr. Also mein Vorschlag wäre, und jetzt könnt ihr euch mal dazu äußern, während ich diejenigen mal begrüße im Chat, die noch dazugekommen sind, zumindest die, die ich rausklamüsern kann. Mein Vorschlag wäre, dass man das Vierer Communication Network machen kann. Und nein, TJ, die man kann nicht beide gleichzeitig annehmen. Das ist explizit auch in den Verträgen erwähnt. Nimm einen der beiden Verträge, nimmst du beide an, passieren fürchterliche Dinge. So. Gut, dann scroll ich jetzt mal den Chat ein wenig hoch und sag nochmal Hallo an den Westerzockt und an den, wer ist denn noch dazugekommen? An den Mindevil. Ich weiß nicht, ob ich den Hans schon hatte, deshalb sicherheitshalber auch Hallo Hans. Und den Kashi. Kashi Tilator. Der Proxy ist auch noch dazugekommen und ich glaube, dann sind wir komplett. Und hallo natürlich auch an TNT-Kenner. Genau, also mein Gedanke ist dahinter, ist eh eine Rakete zu starten. Also ich habe nicht vor, drei oder vier Raketen zu starten. Wir wollen ja auch ein bisschen was schaffen, sondern ich würde gerne eine Rakete starten, die diesen Vertrag erfüllt, um die Satelliten dann nacheinander auszusetzen auf ihrer Umlaufbahn. Und da spielt mir vier wahrscheinlich auch in die Hände, weil vier einfach ein bisschen symmetrischer ist als drei. Von daher, ja, was soll ich sagen? Wäre mein Vorschlag, die vier zu machen. Bringt uns geldtechnisch mit einem Start schneller vorwärts. Wir müssen ein bisschen basteln und überlegen, aber ich habe eine echt potente Rakete von dem Venus-Start jetzt. Damit können wir ein bisschen was nach oben bringen und wir wollen ja nicht zur Venus fliegen, wir wollen ja nur in einen Erdorbit mit. Oh, habe ich Lady Samus? Doch, Lady Samus hatte ich vorhin schon in der ersten Begrüßung mit drin, bin ich mir ziemlich sicher. Habe ich nicht vergessen.
Also, ihr könnt nochmal zurückspulen und Samis, du kannst das bestimmt bestätigen. Ich habe dich nämlich gleich im ersten Schwung mit begrüßt. So, also mein Vorschlag wäre die 4. Ich habe auch ganz oft die 4 gesehen. Wir machen jetzt das mit den 4 und dann gibt's hoffentlich einen dicken Schlag Geld aufs Konto. Also es gibt einen dicken Schlag, gibt's sowieso direkt schon mit Kohle. Und ich spoiler jetzt mal ein bisschen. Also, wenn das richtig gut läuft, machen wir heute noch irgendwas Spektakuläres. Und zwar entweder, da müssen wir dann mal gucken, wie es so läuft. Und Bisector, danke für den Follow und willkommen bei den Körbonauten. Machen wir entweder das erste Rendezvous im Weltall. Crewed, wohlgemerkt. Oder wir machen eine unbemannte oder versuchen eine unbemannte Landung auf dem Mond. Eine erste Probe mal absetzen, die tatsächlich landet. So. Communications Test Satellite. Ja, der hat aber sehr strikte Vorgaben und die möchte ich nicht einhalten, weil das Schöne ist, dass das andere Teil hier hat sehr entspannte Vorgaben. Ich muss mich eigentlich nur an die Periapsis halten und an die Exzentrik meines Orbits und das ist tatsächlich sehr, sehr entspannt. So, also als allererstes Mal bauen wir jetzt aber unser Kommunikationsnetzwerk oder versuchen es. Oder scheitern glorreich daran. Okay, Satelliten bauen. Also, ab in die Fab. Kann ich noch irgendwo sinnlos Geld ausgeben? Ich glaube nicht. Habe ich noch irgendwelche Upgrade Points? Ich glaube auch das nicht. Nein. Gut, dann stürze ich mich jetzt mal in die Fab und ihr glaubt gar nicht, wie unglaublich heiß das ist. Ich hoffe, die Kamera ist nicht hoch aufgelöst. Mir läuft die Suppe vom Kopf. Unglaublich. Ach so, und ich habe noch gar nicht gesagt, was es zu trinken gibt. Ich habe mich heute für einen Glen Grant Majors Reserve wieder entschieden und kombiniere das Ganze, weil ich ja heute noch brav Sport machen war, mit gutem, klaren, kalten Wasser. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den wichtigen Sachen, nämlich Bazillen abtöten. In diesem Sinne, Prost an alle, die auch was zu trinken da haben. Gerne auch was nicht alkoholisches. Ich bin da nicht päpstlicher als der Papst. Oh, brennt das, ne? So. Ja, schön. Freut mich, dass der Battleground-Stream zumindest bei ein paar Leuten gut angekommen ist. Ist natürlich für uns sehr atypisch und wir sind auch, das wissen wir beide auch, wir sind auch echt schlecht in dem Spiel. So viele haben es dann auch nicht geguckt, was wir auch nachvollziehen können. Also wir gucken uns dann auch lieber jemanden an, der das kann. Wir waren da auch nicht beleidigt. War mal was Nettes anderes, sage ich mal, ne? Ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, wir werden jetzt nicht professionelle Player Unknowns Battleground Streamer oder sowas. Da wissen wir beide, wo wir zu Hause sind. Nämlich bei KSP. Oder in Emojacks Fall auch bei Life is Strange. Übrigens, ihr müsst unbedingt, ja, kurze Werbeeinblendung, zack, Bild raus, kurze Werbeeinblendung. Ihr müsst unbedingt bei Emojack vorbeigucken, wenn der Life is Strange streamt. Das ist. Der Emojack hat ja so eine angenehm männliche Erzählstimme. Und ich finde, das geht ganz hervorragend mit seinem Life is Strange, auch mit dem Stil, wie er diesen Stream macht. Also ich muss da mal wirklich eine Lanze für ihn brechen. Es gibt viel zu wenig Leute, die sich diesen Stream angucken. Und der ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Also ich kann das nur sagen. Sehr entspannt. Nettes Heißgetränk mit dazu. Warme Tasse Bier oder was auch immer ihr so gerne mögt. Und einfach mal auf euch wirken lassen, so die 1, 2, 3 Stunden, die das geht. Schaut euch mal beim Emojack eine Aufzeichnung an. Also ich wirklich richtig gut. Und ich würde das nicht, also ich kriege da auch kein Geld von Emojack für oder sowas. Ich würde das nicht sagen, wenn ich es nicht meinen würde. Es ist wirklich, wirklich gut. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem, was ich eigentlich machen will, nachdem ich jetzt den Jack ein wenig hochgelobt habe. Also ich nehme mir jetzt mal von meiner Venera 1 alles ab hier als Subassembly raus, weil das werden wir definitiv jetzt recyceln. Das baue ich nicht alles nochmal für das Satellitennetzwerk. Das hat 15.000 geschmeidige Delta V. Da kommen wir relativ weit mit. Und das nenne ich mal Proton. Also es ist noch nicht ganz eine Proton-Rakete, aber wir sind auf dem Weg dahin. Viele der Antriebe sind schon aus dem Proton-Zeitalter. Also zum Beispiel, ich glaube das nicht. Das Triebwerk ist von der Proton und hier die vier seitlichen Booster sind auch schon Proton-Technologie. Das hier ist noch alter Rotz, aber wir sind unterwegs. Also ist das jetzt die Proto-Proton. So. Ja, schade, dass es nur 1080p geht. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht, warum es so ist. Manchmal kann man es umstellen und manche haben das dann auch nicht. Vielleicht startet auch nochmal den Stream, also ladet mal den Stream neu. Manchmal ist es ja auch so, dass er erst die anderen Formate nachrendern muss. Ich habe nichts anders eingestellt als sonst. Also ich stream immer in 1080p raus und normalerweise sollte das auch funktionieren. Also wie gesagt, ladet mal den Stream neu oder probiert es mal über die Handy-App oder was auch immer. Ich habe keinen Knopf, wo ich das einschalten oder ausschalten kann. Leider. So. Gut, fangen wir mal an mit ein bisschen Proto-Proton-Typing. Hahaha. So. Wir wollen. Jetzt brauchen wir mal irgendwie ein blödes Root-Teil. Irgendwas, was möglichst wenig wiegt und möglichst egal ist. 0002. Eine Tonne ist schon ein bisschen viel. Und ich glaube, viel besser als ein. Was sind das dann? 2 Kilogramm, ne? Das beeinflusst unsere Werte nicht allzu sehr. Und es ist als Root-Teil zulässig. So. Warum das jetzt als Root-Teil? Weil ich gerne den Satelliten als Subassembly wegspeichern möchte. Warum werdet ihr dann gleich sehen? Wie machen wir los? Also, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall eine Batterie. So, und die machen wir aber mal schön silbern und die machen wir als Smooth Cone. Ja. Weiß ich gar nicht. Was sieht nicht ganz so doof aus. Also an der Spitze soll es zusammengehen. Unten würde ich sagen, so ungefähr einen halben Meter und von der Länge her nicht besonders viel. Das ist eigentlich nur ein Deckel. Das, so, oder? Das kann man schon so lassen. Oh, geht da noch ein bisschen weniger? Gut, das ist vielleicht ein bisschen. Jetzt ist eine Schallplatte oder so. So, wiegt dann 13,72 Kilogramm. Das ist okay für mich. So, dann kommt ein Probe-Core ran und aus dem entfernen wir auch alle Tanks, denn Strom habe ich da oben reingepackt. So. Was wie wo? Ich habe gar nicht mitgelesen jetzt, wie es halt immer so ist. Ihr diskutiert doch immer über die Stream-Dichte, Dicke. Ja. Ab wann kannst du dann auf YouTube damit rechnen? Also ich werde es heute Abend ins Rendering schmeißen, morgen früh in Upload. Geh mal davon aus, dass es übermorgen spätestens auf YouTube ist. Ich bin leider im Ausland unterwegs, aber ich denke, ich werde irgendwie zwischendrin mal Interwebs haben, um das zumindest online zu stellen. Also ich bin mal vorsichtig positiv, dass es Donnerstag spätestens online ist. Möchte aber keine Versprechen in diese Richtung eingehen, weil ich noch nicht weiß, wie die Internetsituation so sein wird. So, dann machen wir einen Tank daran, denn wir wollen ja auch irgendwo hinfliegen. Irgendwie so. Und ein Triebwerk. Irgendwie so. Zack. Und dann kommt da natürlich auch noch Treibstoff rein. Irgendwie so. Und Avionics sind auch noch okay. Gut, also ganz wichtiger Part, ne? Der Satellit beginnt hier. Ignoriert das da. Das habe ich jetzt nur mal als Fake-Root-Teil, damit ich ein Subassembly draus machen kann. Also nicht euch fragen, was zur Hölle ich da oben mit diesem Nupsi da tue. So, Ausland, Bayern? Nee, schon mehr Ausland. Also so europäisches Ausland, nicht mehr Bayern. Bayern zähle ich schon noch zu Deutschland. Und ja, also die YouTube-Veröffentlichung wird auf jeden Fall vorm Samstag streamt der Keks, glaube ich, ne? Vorm Samstag kriege ich auf jeden Fall hin, weil ich bin Freitag wieder zurück. Also wenn alle anderen Stricke reißen, dann kann ich spätestens am Samstag online stellen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Gut, dann kommen wir zur Steuerung dieser ganzen Angelegenheit. Tief im Schwerpunkt wollen wir natürlich mit dem Späßle auch arbeiten können. Und wir wollen sinnigerweise Hydrazin verwenden. Was hat denn der Spaß jetzt hier eigentlich an 1234 der Davi? Okay, wir sind jetzt mit den Avionics ein bisschen drüber. Da müssen wir gleich noch gucken, dass wir da wieder drunter kommen. Wir haben 2 Kilogramm Toleranz. Also wir wären jetzt auch noch im Toleranzbereich. Solarpaneele, ich glaube, die sind ein bisschen. Ja, die sind ein bisschen groß. So, die hier müssten aber ganz gut tun, denke ich mal. Und so haben wir auch aus jeder Richtung Strom. Also außer natürlich,
Ich schaffe es auf glorreiche Art und Weise. Mich mit dem Arsch zur Sonne zu positionieren. So, jetzt werden wir mal dafür sorgen, dass selbst wenn ich mit der Nase zur Sonne gehe, so ein bisschen Sonne auf uns scheint. So. Ich finde, das ist ein fairer Deal, oder? Dann haben wir hier unten auch ein bisschen Platz, dass die RCS-Thruster arbeiten können. Hat mal wieder was von einer Thermoskanne. Das ist halt gute, vertrauenswürdige russische Technologie. Thermoskannen haben wir halt schon lange in Benutzung. Und warum eine Thermoskanne funktioniert halt einfach. Und warum nicht mit dem Prinzip weiterarbeiten? Ich versuche auch nicht total betrunken zu sein, bevor wir die Rakete starten, aber ich kann es noch nicht versprechen. So, was brauchen wir noch? Antenne kommt später. Die will ich natürlich sinnigerweise da oben drauf flanschen. Das geht jetzt gerade nicht, weil dann kann ich es nicht mehr so einem Sub-Assembly machen. Sinnvoll. So, Strom haben wir. RCS haben wir, Treibstoff haben wir, ein bisschen zu viel Gewicht haben wir. Und jetzt brauchen wir noch eine Möglichkeit, das Teil anzubringen. Schauen wir mal. Wenn wir das hier so dazwischen dengeln. Ich meine, Worst Case sprenge ich mir die zwei Solarpanel damit weg. Schmeckt der Whisky nicht oder war der Schluck gerade zu groß? Nee, bin noch so ein bisschen. Ich habe ganz viel Wasser getrunken heute beim Training und bin noch so ein bisschen auf geschmacksneutral eingestellt. Und der direkte Wechsel von Wasser zu einem Whisky ist halt schon intensiv. Ansonsten ist der ganz lecker eigentlich. Heute kratzt er noch ein bisschen, weil ich noch nicht. Ich bin noch nicht warm getrunken. So, was ist denn hier so der Minimal-Approach? Kriegen wir damit genug Abstand hin zu einer Rakete? Ein bisschen nach oben müsste. Zack. Aber das würde reichen, ne? Damit haben wir genug Abstand. Warum nicht Solarpanels auch unten machen, nach unten zeigend, wenn es etwas größer wird? Das verstehe ich nicht, Kashi. Das verstehe ich wirklich nicht. Weil Aerodynamik. So, jetzt unterhalten wir uns auf der gleichen Ebene. Jetzt verstehst du wahrscheinlich genauso viel wenig wie ich. So, das sollte funktionieren. Ich muss das gar nicht auf dem Launchpad testen. Ich kann das in einer Simulation testen. So, meine Unterstellung ist nämlich, wenn ich jetzt hier irgendwie. So, ich zeige euch mal, was ich vorhab. Also, nehmen wir mal an, das hier wäre eine Rakete. Im weitesten Sinne. Dann möchte ich gerne Folgendes tun. Macht das so Sinn? Nein, das macht so keinen Sinn. Ich will ja was testen. Lass mal so tun. Das ist auch nicht besonders schlau gewesen. Na doch, wir machen das jetzt so. Pass auf. So. Ich meine, dass dann egal, wie rum das Teil fliegt, hast du dann trotzdem genug Sonne hast, ohne noch extra auszurichten. Ich zeige einfach mit dem Arsch nicht zur Sonne. Fertig. So. Ich möchte gerne auf das Launchpad und starten. So, das kostet auch nicht so viel. Das kann man schon mal machen. Und der Part wäre jetzt einfach zu gucken, wenn ich das absprenge. Da haben wir natürlich noch einen kurzen Moment zu gucken, ob es die Solarpaneele wegreißt oder ob die Abtrennung sauber erfolgt. Ich würde mal sagen, das klappt bestimmt. Oh, gut, dass ich das im Dunkeln teste. Das wäre sonst auch zu einfach gewesen. Und nein, ich spule das jetzt nicht auf Licht vor, weil dann wird es echt super fies teuer. So, wir machen jetzt hier mal Locked. Gut.
So. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sehr schön, das sieht gut aus. Ja, gut. Also, genau, das war das, was ich sehen wollte. Also, beim Decoupeln sind nicht die Solarpaneele weggeflogen. Das war alles, was ich jetzt simulieren wollte. Und damit ist das hiermit offiziell Roskosmos zertifiziert. Mehr wollen wir gar nicht testen. So, Terminal Simulation. Der Spaß hat es jetzt 400 irgendwas Ocken gekostet. Ja, ihr seht, hier wird nur auf höchstem technologischen Niveau gearbeitet. So, das ist jetzt ein COMSAT-Prototyp. MK1. Die schöne Sache ist, wir müssen ja jetzt ein bisschen, also wie gesagt, ich habe zwei, vier, keine Ahnung, wie viel wiegt der Kram da? 3,7, also sagen wir nochmal 4,8 Kilogramm Toleranz, muss aber auch noch eine Antenne oben drauf setzen. Also ich würde jetzt mal Folgendes tun. Das sollte theoretisch, wenn ich den absprenge, hinhauen. Ich kann natürlich auch den Mädchenmodus machen, indem ich jetzt schon sage, meine Avionics sind, guck mal, jetzt ist so. Sobald hier irgendwas auch nur fehlt, also ich meine, ich spreng das hier weg, das kommt weg, die blöde Antenne wiegt 3 Kilogramm, okay, das neutralisiert sich mit dem, minus 1, 3 im Sinn, okay, mach mal 91 und gut ist. Mach mal 90 und gut ist. So, also so ist das Ding jetzt. Und ich weiß, dass da eine Antenne fehlt, ich hatte es vorhin erläutert. Da kommt noch eine Antenne. So, jetzt haben wir ein Subassembly fertig. Nämlich einen Billo-Comsat, den ich jetzt hier nehme. So, zack. Und in die Subassembly Drop Zone werfe, damit ich ihn gleich wieder benutzen kann. In der Hoffnung, dass das so funktioniert. Funktioniert das so? Ach, werden wir sehen. Comsat. Ich mach mal Early Comsat. So. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie irgendwo rangeflanscht bekommen. Ich bin sehr gespannt, ob das so funktioniert. Neue Rakete. Don't save. Um Himmels Willen speichere das nicht. So, jetzt machen wir erstmal hier. Wo ist er? Einen. Aber es ist nicht einfacher übereinander. Ja, aber nur wenn du oben keine Antenne drauf baust. Dann ist es nicht mehr einfach. Dann ist es tatsächlich sogar ziemlich schwierig. Irgend so ein Stock darunter. Nehmen wir noch diesen Stock. Oh, wartet mal. Ich habe doch hier ein Würfelding. Würfelding. So. Und jetzt probiere ich hier mal die Early Comsats ranzuflanschen. Das war meine Befürchtung. Düdüdüd, düdüdüd, düdüdüd. Shit. Jetzt würde ich das natürlich gerne daran dengeln. So. Verdammt, das muss ich irgendwie anders bauen. Lasst mich kurz nachdenken. Zack. Don't save. Ich brauche einmal so eins. So, wo bist du? Da. So. Zack. Dann brauche ich das Subassembly. Ich muss irgendwie machen, dass er sich. Mit dem Ding da verheiratet fühlt. Kann ich das rerouten? Nee, rerouten ist auch scheiße. So. Wartet mal. Wenn ich so tue. Ne, das war ein bisschen viel des Guten. Wenn ich so tue. Und das da ran tue. Und jetzt sage ich, reroute den Scheiß von hier nach hier. Dann stürzt mein Spiel offensichtlich ab. Okay, das ist offensichtlich nicht die Lösung unseres Problems. Ich glaube, ich muss mal ganz winzig kurz
Das Spiel neu starten. Okay, also Rerouting ist es nicht. Dann muss ich das vielleicht noch ein bisschen anders bauen. Ja, hilft ja nichts. In diesem Sinne sage ich mal, bis gleich. Ich starte jetzt mal kurz neu und ihr kriegt dabei ein bisschen Musik auf die Ohren und alle freuen sich und alles ist gut. Hui, das war ja eine Punktlandung. So, sorry, ich hatte erstmal falsch rum. Ich hatte Desktop-Audio aus und Mikro offen. Da habt ihr natürlich nur meinen fiesen Schnaufgeräuschen zugehört, statt irgendwie die Musik zu kriegen. Seid mal froh, dass ich nicht gesungen habe oder so. Das wäre natürlich bitter für euch geworden. Sehr, sehr bitter. So, jetzt gucken wir mal, was von unseren Bauexperimenten diesen kleinen Crash überlebt hat. Okay, das war auf jeden Fall eine Lektion. Ho, Subassemblies immer von der Stelle aus bauen, die man später andocken möchte. Der Rest ist nicht so eine gute Idee. Gut, das heißt, das da hilft uns nicht besonders. Das heißt, wir müssen jetzt mal kurz gucken, dass wir den Sat nochmal bauen. Aber ich glaube, können wir irgendwas dafür tun, dass das einfacher geht? Nicht wirklich, nee, nicht ohne Rerouten. Nichts, was mir jetzt einfallen würde. Okay, also wir müssen anfangen. So, zack, und dann kommt da als allererstes mal hier unser seitlicher Träger ran. Und wir müssen das Pferd ein bisschen von hinten aufzäumen. Aufziehen, aufzäumen. Ich weiß gar nicht, wie sagt man das? Ich darf das nicht vorher drücken. So, so. Genau. Also, da kommt jetzt hier unser Tüdeldings dran, dann kommt ein Decoupler dran. Und man könnte das natürlich auch so rum dann machen, ne? Ist eigentlich auch nochmal besser, dann hängt der nicht an der Probe fest. Auch sehr schön. So. Dann kommt da der Fuel Tank ran. Ich bin zuversichtlich, dass das jetzt relativ schnell geht, weil ich ja weiß, was ich tun muss. Ausgemessen war es. Ja, ich hoffe, ihr habt mir das alles richtig gemerkt. 500, 500. Es war ein Service-Modul. Da unten dran war ein Nupsi-Dingsbums. Und dann hatte ich obendrauf einen Probe stecken und dann hatte ich da oben drauf eine Batterie, die ich silber gemacht habe und zu einem komischen Smooth Cone mit, ich weiß nicht, letztendlich ist die Spitze auch ehrlich gesagt ein bisschen egal. Nehmen wir wieder die hier, ich glaube, das war eh die gleiche. Zap, 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 zap und wir kürzen das Ganze ein wenig. So, Deckel ist drauf. Hier wollten wir alle Tanks rausmachen. Dann können wir jetzt sogar die blöde Antenne mit drauf bauen, weil jetzt haben wir auch Platz dafür. Dann vergessen wir sie nachher nicht. Zack, lustige Antenne. Dann kommt Command and Control. Vier von den Dingern. Ungefähr, ich sag mal, weiß ich nicht, sollte halbwegs mittig zwischen dem hier sein, ja. So, zack. Die Dinger bekommen Hydrazin verpasst. So. Ja, Mist hätte man vielleicht auch noch zumachen können. So. Das Ding hier bekommt auch Hydrazin verpasst und wir hatten Füllgrad von 90% gehabt. Und dann kommen da noch Solarpanels ran. Vier an der Zahl, die wir ungefähr mittig postieren für das da. So. So ungefähr, jawohl. Und dann rotieren wir die nochmal etwas hinein. So, ich sagte ja, das geht schnell. Zack. So, und jetzt haben wir doch eigentlich. Jetzt haben wir doch eigentlich ausreichend. Ausreichend Gedöns, oder? 1000 und ein bisschen. Ich habe gelesen, dass ihr für 3 seid, aber nö. Ich bleibe mal bei 4. Das deckt ganz gut alle Richtungen ab.
So, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Avionics sind eine Tonne drunter. Das ist nicht so wild, weil allein, also ein Kilo drüber. Das ist aber nicht so wild, weil mindestens dieses Ding hier weggeht und das wiegt 2 Kilo. So, das heißt, mein Sub-Assembly ist jetzt. Zack, das da weg. Das hier. Ah. Habe ich was vergessen? Ja, ich simuliere das gleich nochmal. Pack's trotzdem in Sub-Assembly. So, Early. Komm, satt. Safe. So, dann machen wir das einmal rückgängig. Das wollte er nicht so. Einmal rückgängig. Warum willst du das nicht rückgängig machen? Ist egal. So. Dann rotieren wir das mal mit einer geschmeidigen Ausrichtung nach schräg oben. Dann haben wir auch mehr Flugzeit, um zu checken, ob unsere Probleme alle passen. Oh Gott, einer reicht. Einer reicht. So. Jetzt simulieren wir das nochmal, ob das alles so passt. Mit unserem Abtrennen. Oder ob es uns die Solarpaneele wegreißt. Und dann haben wir ein passendes Sub-Assembly. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass das einmal nicht funktioniert hat und auch noch das Spiel abgerauscht ist, aber. Habt ihr gesehen? Nee, ich flieg noch nicht los. Nur Simulation, alles gut. Und ja, den Auftrag habe ich, glaube ich, auch schon angenommen. Gucke ich dann aber nochmal. Keine Sorge, ich flieg diesmal nicht los, ohne ihn anzunehmen. So, Kamera in Locked Mode. Und Decoupler in Decouple Mode. Das ist jetzt natürlich schwierig zu beurteilen. Ja, sieht gut aus. Also, das ist zwar alles ins Launchpad geknallt, aber später erst. Also, da ist nicht vorher schon irgendwas. Wir haben jetzt keine Zeitangabe, weil natürlich mein Root hier geblieben ist, bin ich auch hier geblieben. Sieht aber gut aus. Da hat es nichts weggerissen. Ja, danke für diese Hinweise. So. Das sieht gut aus. Das heißt, das Sub-Assembly können wir so benutzen. Jetzt bauen wir einen Raketenträger dafür. Und da würde ich mal sagen, hilft uns doch im Regelfall ein wunderschöner Probe-Core weiter, mit dem wir das Ganze anfangen. Unter diesen jenen welchen wir eine wunderschöne oktogonale, was weiß ich, oktagonale Strut setzen. So, und jetzt nehmen wir uns einfach unser Kommsat-Sub-Assembly, drehen das so zurecht, dass das ein Kommsat ist, machen das viermal und ärgern uns, dass wir es nicht vorher rangehalten haben, weil ich schon wieder völlig versagt habe. So, hervorragend. Hätte ich es doch einfach so gemacht, wie es gedacht ist. So. Tütü. Fertig ist der Kommsat Super Deployment Deployonator. Das ist ein patentierter Begriff. Ich möchte nicht, dass da jemand mit Schabernack treibt. So, dann können wir da nochmal ein bisschen. Zack. Joa, das reicht eigentlich auch. So, und dann kommt da eine Rakete drunter. Guck mal, ich habe fertig gebaut. Da bauen wir jetzt die Protoproton drunter und machen das Fairing entsprechend groß genug. Tütü. Wie cool ist das denn, oder? Bester Satellitenträger ever. Und das ist erst 1957 und das kostet noch nicht mal 21.000 Rubel. Da können sich andere Leute nicht mal ein Brötchen verkaufen. Payload. So. Was nehme ich denn immer? Ich glaube, ich nehme immer die Atlas Fairings. Vielleicht nehme ich mal. Aber die Atlas Fairings sind einfach hübsch. Es tut mir leid. So, geht das mit dem Fairing? Tada! Klar geht das. Deshalb ist ja ein Fairing. Das soll ja so sein. Kann ich noch ein bisschen umstellen? Danke. Ne, Shape. Locked, unlocked. Next. Texture. Irgendwas Hübsches. Sowas hier. So. Sind die Sats nicht noch schief dran? Macht mich nicht schwach. Wieso sind die denn schief dran? Wo sind die denn schief dran, Freunde? Ja, vielleicht sind die. Bisschen schräg. Ihr seid nörgelig, seid ihr. So. Vielleicht sind sie ein bisschen schräg gewesen. Okay. Okay. Fein.
Ist euch das jetzt gerade genug? Ist jetzt alles schön im rechten Winkel angebaut, ja? So, gut. Haben wir das? Ist eine Trägerrakete eine Antenne? Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, aber wir können da oben eine reinbauen. Dann haben wir das Problem nicht. Und die haben auch eine Omni-Reichweite von oh, viel zu viel. So, hier Antenne. So. Zack. Antenne. So. Ja. Los, komm her. Jetzt. Zack. So. Das hier nochmal ordentlich ma machen. Ach, das soll so. Okay. Das soll so. Das soll so nicht. Das war nicht so gut. So. Und das muss alles mal ein bisschen nach oben insgesamt. Damit das auch funktioniert. So. Zack. Wir sind jetzt 10 Tonnen unter unseren Avionics drunter. Aber ganz ehrlich. Eigentlich. Sollte uns das nicht stören. So, das ist Kommunist Sat One. Okay. Was auch immer eins auf Russisch heißt. Das weiß bestimmt irgendjemand von euch im Chat. Ich habe es nicht nachgeguckt, also weiß ich es jetzt gerade nicht. Gut, stören uns die 10 Tonnen? Stören sie mich genug, dass ich es umstelle? Wahrscheinlich ja. Zumal es ja jetzt echt die Rakete nicht super more expensive macht. So, Avionics sind okay. So, Rakete check. Rakete hat 15.000 Delta V. Wenn es damit nicht bis in einen stabilen Spaßorbit reicht, dann weiß ich auch nicht weiter, ehrlich gesagt. Decoupling passt. Dann kommt diese Stage mit dem Triebwerk, das passt. Dann kommt diese Stage mit dem Triebwerk und den Dingern. Das hier hat hier allerdings überhaupt nichts verloren. Das können wir mal. Ja, genau. Können wir mal in eigenes. Hahaha. Fuck. Ah. Ein eigenes Dings stecken. So, hier zum Beispiel. Und ich glaube, das da. Ne. Das da gehört auch noch dazu. Zack. Das passt. Das ist auch noch mal ein eigenes, weil das unsere. Unser Fairing ist, das werden wir irgendwann aufmachen, nachdem wir mit der Stage 2 unterwegs sind oder während wir mit der Stage 2 unterwegs sind. Und hier haben wir die Separator, die kommen mit in die Stage, die wir niemals zünden werden, rein. So, das ist, ja, vielleicht zünden wir das irgendwann mal. Das hier ist tatsächlich eine relevante Stage. Das heißt, das kommt ganz nach oben. Das ist nochmal zum Nachzünden des Antriebs. Sehr gut. Das sieht alles völlig in Ordnung aus. Kostet 118 Tage, das zu bauen. Ist also auch in Ordnung, denke ich mal. Hoffe ich mal. Gehe ich mal von aus. Aber das werden wir nur rausfinden, indem wir es in Bau geben. Und das tun wir jetzt einfach mal. Und dann werden wir mal sehen, ob wir es schaffen, mit einem Start für 20.000 Rubel 300 80.000 Rubel zu verdienen. Das wäre die Idee dahinter. Gut, ich bin allerdings gambling-mäßig nicht genug veranlagt, um zu sagen, wir rocken das jetzt mal eben so durch und oh, das Meer ist näher gekommen. Wenn wir von hier gucken, ist immer noch alles gut.
Deshalb würde ich jetzt mal sagen, wir lassen das normal durchlaufen. Wir haben momentan zeitlich ein bisschen Puffer. Das schadet eigentlich nicht. Wir müssen eh warten, dass die Technologien fertig werden, damit wir weitere abgefahrene Flüge machen können. Das heißt, ich warp uns jetzt mal dahin. Dann haben wir nämlich auch bis zum, also das hier kann raus. Dann haben wir auch noch 2 Tage Zeit bis zum Venera 1 Manöver. Das ist ja auch spannend. Ja, das sieht ziemlich gruselig aus, aber ich lasse jetzt einfach mal den Time Warp laufen und hoffe, dass es uns nicht nochmal das Spiel zerlegt und wir nicht noch einen Neustart hinlegen müssen. Das ist richtig scary. Das ist abgefahren scary. Naja. Well. Ne? Ist wie es ist. Schöne Wellen vor allen Dingen auch. Echt gut gemacht. Muss man ihn wirklich lassen. Gut. Jetzt haben wir die Rakete. In 3 Tagen ist die rausgerollt. In einem Tag, 14 Stunden, ist das Venera-Manöver. Das heißt, wir werden erst das Venera-Manöver fliegen. Dann werden wir den Kommunisten-Satelliten starten. Und ich gucke jetzt nochmal sicherheitshalber. Ja, wir haben das auch angenommen. Und wir haben noch 300 Jahre Zeit, das zu erledigen. Okay, das heißt, da es hier eh nicht so schön aussieht, springen wir doch einfach mal zu unserem Satelliten. Da ist hoffentlich nicht ganz so viel Wasser. Hoffe ich. Wie gesagt, solange es nur ein optisches Problem ist, möchte ich mich nicht beschweren. Also wirklich nicht. Und dann gehen wir doch mal dahin, genau. So, wir sind mittlerweile, guck mal, wir sind auch schon echt nah an der Venus dran langsam. Da ist schon, man kann sie bestimmt schon sehen. Ich bin gespannt. Vielleicht auch nicht. Aber das werden wir gleich sehen. So, ich würde mal sagen, ich glaube, ich hatte es dem Flight Computer eh schon übergeben. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, übergeben wir es jetzt dem Flight Computer, weil das werde ich sicherlich nicht händisch machen. Wir haben nämlich so ein bisschen Leck drin, vermute ich mal. Paar Minuten mittlerweile. Boah, 145 Sekunden, das sind schon gute 2 Minuten und ein bisschen Lag. Also, der Flight Computer ist schon programmiert, das ist gut. RCS ist auch an, das heißt, der Flight Computer kann sich selber helfen. Wie gesagt, da mache ich jetzt nichts von Hand. Das gucken wir uns hier einfach mal an, was der so treibt. Strom sieht okay aus, Hydrazin nicht mehr ganz so sehr. Ja, ich würde sagen, wir warpen uns da mal ran an das Fenster und lassen ihn machen. Und wie ihr seht, guckt mal, durch dieses leichte Rotieren kriegen wir jetzt gerade sogar Strom zurück. Also ist alles safe. Ist alles safe. Gut, ich hau mal den Zeitraffer an. Eigentlich müsste uns auch der Flight Computer aus dem Warp ziehen. Also irgendwer zieht uns auf jeden Fall aus dem Time Warp raus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hoffe ich. Und wie ihr seht, wir sind mit jeder Stunde steigt die Verzögerung, weil wir uns jetzt echt schnell von der Erde entfernen. Sehr schön. Also da kommen wir tatsächlich gerade sauber aus dem Warp raus. Pünktlichst zum Manöver Prorate. Und der ist tatsächlich auch gar nicht so weit weg. Das heißt, es wird uns. Ich hatte relativ großzügig RCS Hydrazinreserven eingerechnet. Da bin ich ja jetzt mal sehr positiv gestimmt, dass uns das jetzt nicht ganz so viel kosten wird. 31,8,9. Gut, das Manövrieren verschiebt jetzt natürlich unser Manöver auch. Aber wir haben 35 Reserve, das heißt, es sieht tatsächlich so aus, als ob wir das schaffen können. Und dann werde ich das Resthydrazin einfach nehmen, um die Kiste wahrscheinlich noch. Wie fliegen wir denn jetzt? Fliegen wir direkt auf die Sonne zu? Ja, ein bisschen in Rotation zu versetzen. So, ich hoffe, sie vertüdelt nicht ihr gesamtes RCS auf dem Weg dahin. Wir haben noch 2 Minuten und ein bisschen. Beruhigt sich das jetzt mal oder eher nicht so? 34 Delta V haben wir noch. 32 kostet es mittlerweile. Ich mache jetzt mal Folgendes. Lass es doch einfach. So, ich hole ihn ganz kurz davor wieder raus. Dann kann er sich immer noch mit seinem Hydrazin vertüdeln. Und wir haben unsere letzte Zündung. Unser letztes bisschen Treibstoff wird rausgerotzt. Und wir sind durch.
Und wir möchten nicht unsere Rotation killen. Ich glaube, es ist hier gleich Feierabend. Ah, und Hydra ziehen alle. Keine Rotation mehr für uns. Gut, das konnte ich jetzt nicht schnell genug übertragen, weil wir halt 2,5 Minuten warten müssen, um ein Kommando abzubrechen an der Probe. Das ist halt so. Gut, aber Hydra ziehen es alle. Wir haben hoffentlich immer noch einen Flyby an der Venus, wenn nicht alles schief gegangen ist. Aber das Manöver hat ja relativ exakt geklappt. Wir haben noch einen Flyby an der Venus. Okay. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall die Wissenschaftsdaten und wir kommen im Flyby auf 221.000 Kilometer ran. Also ist jetzt nicht super grandios, aber naja, es ist halt das, was noch möglich war, nachdem wir 1500 Delta V an defektes Triebwerk verloren haben. Und unsere Probe dankbarerweise. Hat die ein bisschen Drift? Warte mal. Ich glaube, die driftet ein bisschen. Das wäre geil. Dann kommt die nämlich früher oder später auch mit ihrem. Ja. Sehr schön. Dann kommt sie mit dem Solarpanel auch durch die Sonne. Das ist alles gut. Dann ist ja alles gut. Seht ihr das, wie die Sonne aufgeht? Gut, das heißt, wir haben jetzt noch. Wo ist meine Alarmglocke? Add als nächstes Sphere of Influence in 37 Tagen schon. Oh, das ist relativ bald tatsächlich sogar. Okay, cool. In 37 Tagen sind wir das erste Mal im Vorbeiflug an der Venus unterwegs und können uns hoffentlich, wenn ich immer noch eine Funkverbindung habe, derzeit ist ja noch da, das erste Mal Forschungsdaten nach Hause schicken. Und ich bete und hoffe. Satellit plus Venus gleich Boom. Nee, ich hoffe, das mache ich nicht. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das ein paar Punkte bringt, wenn man so an der Venus vorbeirauscht. Wir werden es sehen. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal darum, unseren Satelliten deploy zu machen. In der wilden Hoffnung, dass wir da den Auftrag mit erledigt bekommen. Hoffe ich. Sonst wird das auch nochmal schwierig. Zack. Warp to complete. Das ging flink. So, jetzt machen wir nochmal Warp to. Es werde Licht. Bevor wir starten, weil das ist einfach für euch auch ein bisschen schöner, wenn man was sieht. Schwuppdiwuppdiwupp. Na, wann kommt die Sonne? Ah, ein neuer Tag über Baikonur. Wir haben den 25.02.1958 und wir versuchen jetzt unser erstes. Ach, guck mal, wie toll die Zeiten korrelieren. 35 Tage, bis Venera da ist, dann wird Electrics fertig, dann können wir uns mal tatsächlich mit echter Stromerzeugung beschäftigen. Ah, es läuft. Es passieren jetzt ein paar Sachen. Es passieren jetzt ein paar Sachen. Und wenn das hier funktioniert, haben wir in, naja, mal gucken, wie lange das Aussetzen dauert. Halben Stunde, Dreiviertelstunde vielleicht. Dick Kohle auf dem Konto, nämlich 380.000. Oder eine Rakete mit einem Haufen Satelliten gestartet, die uns nichts nutzen. Das ist immer der Haken an der Sache. Genau, so. Laden, 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 laden. Und laden. Und da sind wir. Sehr schön. Also, ich werde jetzt gar keine extravaganten Orbits. Abgefahrene Wolken. Was ist hier los? Irgendwas ist heute. Ich möchte jetzt nicht sagen, ein bisschen buggy, aber irgendwas ist ein bisschen buggy mit dem Wolken, Wasser, Zeug, Dings. Okay, wir werten das jetzt einfach mal als Nebel. Und ignorieren es höflich weg und starten. Dafür machen wir Vollschub SRS an. Wir machen. Prüfen nochmal, ob das hier offen ist. Ja, Pumpen sind an. Gut, dann
Schauen wir mal, ob unsere knapp 15.000 Delta V jetzt noch 14.000, weil wir wahrscheinlich, keine Ahnung warum, was er jetzt schon wieder für Sorgen hat. Wir werden jetzt einfach mal wegfliegen in der Hoffnung, dass hier nichts explodiert, weil alles komisch ist. Triebwerke an. Und wir sind hochgefahren. Jawohl. Und Liftoff in Richtung hoffentlich Erdumlaufbahn. Triebwerke laufen sauber. Das sieht alles gar nicht schlecht aus. Ja, irgendwas ist mit dem Wetter auf jeden Fall nicht in Ordnung. Es stehen Wasserwände neben dem Space Center oder neben Baikonur. Vielleicht sind hier auch gerade Atomwaffentests im Gange oder so. Ich weiß es nicht. Wir fliegen jetzt auf jeden Fall erstmal los, um unsere Kommunikationssatelliten auszusetzen. In der Hoffnung, dass wir das schaffen, bevor es hier nichts mehr zu kommunizieren gibt. Ja, ich weiß nicht, was da gerade los ist, aber so ist das halt, wenn man sich mit einer Tonne von Mods zuscheißt, muss man halt auch damit rechnen, dass manchmal ein paar Sachen nicht so grandios funktionieren. Muss man immer wechseln. Ich bin ehrlich gesagt bei solchen Sachen, solange es nicht irgendwie total abgefahren ist oder das Spiel nicht mehr funktioniert, dadurch bin ich relativ entspannt, was solche Bugs angeht. So, einfach mal auf die Zaunkulisse noch mal ein bisschen mitzubringen. Scheint sogar zu funktionieren. Ich bin gespannt, ob diesmal die Mittelstufe ihre Erwartung erfüllt. Das ist jetzt also die Stage 2, ist das, was uns gestorben ist, glaube ich, unterwegs, uns ganz schön den Tag verdorben hat auf der Venus-Mission. Ja, kann man nichts machen, ne? Kann man nichts machen. So, wir sind ganz kurz vor Separation. Boostersap ist erfolgreich. Das sieht gut aus. Ich würde sagen, wir folgen jetzt einfach mal dem Weg in Richtung Prograde, um langsam noch die Nase rumzubekommen. Okay, das sieht gut aus. Aber wir können auch ein bisschen flacher sogar noch gehen, glaube ich. Ja, obwohl, wir haben jetzt noch 3 Minuten.
Wir können ruhig Höhe nehmen. Wir müssen eh relativ viel Höhe aufbauen für das Comsat-Netzwerk. Wir müssen. Wir müssen über 2638 Kilometer kommen mit der Periapsis. Und hallo auch an den Idel. Mit SpongeBob Zong. Ganz, ganz idelgerecht, möchte ich sagen. Ganz idelgerecht. So. Ich mache mal das Fairing auf. So, das sieht gut aus. Und ich würde sagen, ich kann mir die Zeit dann schon mal damit vertreiben, hier ein paar Antennen anzuknipsen. Hoffe ich. Du. So, wir sind, glaube ich, irgendwie im Weltall angekommen. Habe ich so das ungute Gefühl. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen flacher mit der Nase. Wir sind ja ganz gut unterwegs. Also, bis hierhin Missionsverlauf relativ nominal. Wir haben immer noch 10.000 Delta V zur Verfügung. Also, was mein Plan ist, ist, die Satelliten auf der einen Seite des Orbits, also jetzt erstmal mit unserer Apoapsis, auf jeden Fall schon mal auf eine angenehme Höhe zu bringen. Und dann immer auf der hohen Seite des Orbits, wenn wir dran vorbeikommen, einen Satelliten abzusetzen und bei dem die Apoapsis zur Periapsis zu machen mit seinem eigenen kleinen Antrieb. Das wäre der Plan, die dann auch sukzessive umzubenennen in Comsat, bla. Das Einzige, was mir gerade ein bisschen Sorgen macht, ist dieses Comsat 1 New. Müssen die so heißen? Also muss das? Wie im Wessel? Ich hoffe nicht. Komm, satt. I. Scheint ihm egal zu sein. Genau, ein Comsat-Netz machen wir in dem Versuch, das in einem Anlauf zu erledigen. Das ist zumindest so der Plan. Ich weiß halt noch nicht, ob das Spiel das auch so sieht. Aber auf der rein argumentativen Ebene ist es ein Vierer-Comsat-Netz in einer Rakete. Hier zu sehen, markant vier Comsats. Müssen wir dann gleich sehen, wenn die ausgesetzt sind. Ich habe ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, dass die Dinger nicht als New gewertet werden, dann weil sie alle mit einer Mission hochgekommen sind. Das würde mir natürlich so ein bisschen den Plan verderben meiner grandiosen Mission. Ah, ich will diesen Probe-Caller anklicken. Los. Na gut, will ich vielleicht doch nicht. Wieso wackelt das selbst in dem Modus noch? Okay, macht gerade keinen Sinn. So. Zack. So. Gut. Also. Unsere vier Comsats sind aber auf jeden Fall unterwegs. Und selbst wenn das jetzt nicht funktioniert, nutzen die ja trotzdem ein bisschen was. Wir kriegen eine gute Abdeckung damit raus. So, wir haben noch. Time to Apoapsis ist gar nicht mal mehr so viel. Da müssen wir vielleicht auch mal was tun. Ungefähr den Winkel können wir sie fangen. Das sieht okay aus. Und wir machen Separation auf die nächste Stage. Die zündet auch sauber durch. Das hat mich kurz. Der UMDH-Antrieb braucht immer. UDMH-Antrieb braucht immer so unglaublich lange, um hochzufahren. Da kriege ich jedes Mal so ein bisschen Pipi in den Augen. So. Da haben wir die Apoapsis. Das sieht gut aus. Sehr schön. Genau, Venus Flyby ist in. Wo ist denn das? Da ist es doch.
35 Tagen kommen wir in die Einflusssphäre der Venus. Also das Manöver, das Korrekturmanöver ist schon durch. Das heißt, wenn wir das hier erledigt haben, also entweder mit dem Effekt, dass das COM-Netzwerk gebaut ist, oder mit dem Effekt, dass ich den Scheißvertrag ablehne und wir irgendwas Produktives machen. Ja, werden wir dann den Venus-Flyby holen und uns dort Science.0. Wann gibt's wieder KSP? Du meinst so wie jetzt gerade Buckless? Also viel KSP-ger als das da wird's nicht mehr. Ansonsten, das nächste, wenn die Frage ist, wann ist das nächste Mal KSP? Das wäre dann Sonntag. Ansonsten streame ich jetzt noch. So, 1,5 Stunden ungefähr. Das kannst du dir auch angucken, wenn du magst. Oder, wie gesagt, andere Fragestellung. So, Time to Upwaps ist 23 Sekunden. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal mit dem Nasken ein wenig runter, um unsere Gravitationsverluste ein wenig zu verringern. Ja, jetzt ist eigentlich nur noch das Waiting Game. Wir warten jetzt nämlich darauf, dass wir genug Schwung aufbauen mit unserem Triebwerk oder das Triebwerk ausfällt. Das sind so die zwei Sachen, die passieren können. Genau, ansonsten, wie gesagt, also Hardcore-Körbel diese Woche noch nicht, weil ich morgen nochmal für ein paar Tage ins Ausland fliege und erst am Freitag wieder zurück bin. Und so mit dem Rechner unter den Arm und Hotelnetzwerk reden wir einfach nicht drüber, also da kann ich nicht streamen. Sonntag gibt es auf jeden Fall Hardcore-Colonization und ich sag's jede Woche, meistens klappt es dann nicht, aber wenn es irgendwie Samstag machbar ist, gucke ich mal, ob ich Hardcore-Körbel nachschieben kann. Ansonsten nächste Woche wieder alles auf relativ normal. Also nächste Woche gibt's am Dienstag RSS, am Donnerstag Hardcore-Körbel und am Sonntag genau, und am Sonntag Hardcore Colonization, das haut hin. Nee, das passt. Alles gut. Ja, 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 ja. So sieht's aus. So, wir kommen der Sache langsam näher. Ich muss jetzt aber nochmal mein Nasken ein wenig hochziehen. Damit wir hier nicht zu sehr in Sturzflug übergehen. Und noch im letzten Moment wieder in die Atmosphäre eintreten, weil ich zu viel mit euch schnacke. Ins Ausland fliegen, oh Gott, nein. Nein, nicht nach Nordkorea. Auch nicht nach Russland. Alles gut. So weit muss ich gar nicht. Aber weit genug. Also, um Himmels Willen, ich kann halt einfach den Rechner zum Streamen nicht mitnehmen und ich habe keinen Laptop, der des Streamens würdig wäre. Geschweige denn, dass ich im Moment irgendjemand am Flughafen erklären möchte, wo ich mit diesem ganzen Equipment hin will. Ich habe gehört, die sind da alle gerade so ein bisschen gereizt. Dem, was in den letzten Wochen so war. So. Die letzten Meter in den Orbit. Und wir gehen jetzt gleich nochmal auf die nächste Stage. Ja, ich nach Nordkorea. Genau, Raketentest. Dann jetzt danke auch schon mal... Das ist nicht so gut. Aber es ist nicht mehr wichtig. Gott sei Dank. Es ist nicht mehr wichtig, weil wir jetzt einfach geradeaus fliegen, bis die richtige Höhe erreicht ist. Und die Satelliten an sich müssten für sich immer ausreichend Avionics haben. Also ein kleiner Designfehler in der Upper Stage. Aber nichts Wildes. Was ist passiert? Ich habe nicht genug Avionics. Ich habe Avionics für eine Tonne und das Ding wiegt jetzt irgendwie, wo steht's? 5,7 Tonnen. Also ich glaube auch nicht, dass das unter eine Tonne kommen wird, selbst wenn ich den gesamten Treibstoff rausbrenne. So, wir sind jetzt aber auch schon auf 2,6 hoch. Ich lasse ihn noch ein bisschen machen. Der soll ruhig ein bisschen Puffer haben. Von der Höhe her. Dann muss ich...
nicht mehr ganz so viel machen und wir haben auch eine höhere Flächenabdeckung am Ende des Tages mit unseren Satelliten. Genau. Das heißt, ich lasse ihn jetzt schon noch ein bisschen brennen. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir wirklich gehen. Ich muss mir das mal angucken hier. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir die Periapsis nicht zu weit runterdrücken. Weil ich will ja ein paar Umläufe machen, um die Satelliten zu positionieren. Ich glaube, wir gehen mal auf diese 6, irgendwas, was das eher der andere Vertrag verlangt hatte. Also sagen wir mal so Runde 7. Dann habe ich relativ viel Puffer, um auch Blödsinn zu treiben. So, und aus. Gut. So weit, so gut. Wie gesagt, dieses ganze COMSAT 1, New, COMSAT 3, New, Dingsbums, das macht mir alles ein bisschen Sorgen. Müssen die so benannt sein? Müssen sie nicht so benannt sein? Ist irgendwas. Ah, Kann ich irgendwas tun? COMSAT 1. Accept. So, das haben wir. Also ich würde jetzt mal einen absprengen und den vorbereiten auf seinen Einsatz. Zwusch! Jetzt rotiert das alles. So. Du bist. Das ist doch Kacke. COMSAT 1. So. Mal gucken, ob ich das irgendwie. Hey! Insafoka, Insa. Danke für dein Follow. Willkommen bei den Kargonauten. Und ich probiere mal den Vertrag davon zu überzeugen, dass ich. So, ich mache jetzt nochmal Folgendes. Ich gehe jetzt mal ins Space Center. Oh, jetzt habe ich zwei Sachen, die genauso heißen. Ich probiere mal, wenn ich den jetzt wieder mit dem neuen Namen aktiviere, ob er dann sagt, ja, du bist jetzt COMSAT 1, und alle sind glücklich damit, oder ob er das nicht tut. Hat jemand diese COMSAT-Verträge von euch schon mal gemacht und da irgendwie Erfahrung mit, ob er sich da an den Namen aufhängt, tatsächlich im Detail? Dann würde das ja gegen meine Satellitencarrier. So, das ist der mit der kürzesten Lebenszeit. Das muss also mein Kommsat sein. Und der ist auch neu, seit es den Vertrag gibt. Also der ist ja neu gestartet worden. Ich hoffe, das versteht er jetzt, was ich von ihm will, dass ich das Häkchen schon mal kriege. Nope. Ha. Wie überzeuge ich ihn davon jetzt? Also, ich möchte erstmal, dass du irgendwie stillhältst. Aber warte mal, das machen wir mal ohne RCS. Ohne SAS. Zack. Ach, sind die alle disabled? Come on. So, shit. Ist doch alles da. Nee, es ist nicht alles da. Es ist nicht Vessel Komsat 1. Das Häkchen fehlt mir, ehrlich gesagt. Das ist so das, was mir Sorgen bereitet. RCS enabled. RCS enabled. RCS enabled. Und RCS enabled. So, jetzt müssten wir aber hier theoretisch. Die kommen am Schluss. Na gut, dann hoffen wir das mal. So, wir müssen jetzt noch den Orbit machen. Ich hoffe mal, das bekommen wir hin. Mit der entsprechenden Exzentrität. Exzentricity. So, wir haben knappe. Was weiß ich, will er mir gar nicht sagen, wie viel Delta V wir zur Verfügung haben. Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. So, fliegst du gerade rückwärts? Ach, du bist auch dumm, ne? Ist egal. So, zack.
Control from here. Ja, von wo auch immer ich gerade kontrolliert habe, es war nicht die Seite, die ich haben wollte. Aber da wir um die Erde rumfliegen, würde ich mal mutmaßen. So, jetzt müssen wir mal den Motor anmachen. So, Schub ist auf 0. Activate Engine. 1089 Delta V. Check. Dann Add Manöver. Bitte, bitte, bitte reiche. Ich hätte es vor. Also die Exzentrik muss ja sehr, sehr niedrig sein. Es darf nicht zu sehr abweichen. Alter Verwalter. Versuchen wir das jetzt mal so schmal wie möglich aneinander zu bringen. Also der ganze Spaß kostet uns 1028 Delta V von dem Startpunkt. Ich habe es halt vorher nicht gemessen. Ich habe 1089 reingebaut. Also das ist, ne, ist schon eher knapp, um es mal so zu formulieren. So, jetzt haben wir hier 7023 zu. Ich hoffe, dass das eine 004er Exzentrik ist. Wenn nicht, haben wir noch ein bisschen Sprit zum Korrigieren. Und ich bete und hoffe einfach mal, dass das ausreicht. Und jetzt ist der Plan halt, immer zu sagen, wenn wir einen weiteren Umlauf, also ich bringe den jetzt hoch auf seinen Orbit, dann nehme ich mir von dem Träger für den nächsten Umlauf den nächsten Satelliten, für den nächsten Umlauf den nächsten Satelliten von dem nächsten. Und dann müssten die eigentlich relativ gut verteilt unterwegs sein. So meine wilde Theorie zumindest. Ja, schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe. Das ist der Plan. Gut, dann sagen wir jetzt Tante Flight Computer. Also erstmal gehen wir nochmal sicher, dass das hier auch wirklich, ja, hier, zack, Control from here. Zack, so. Dann sagen wir Tante Flight Computer, bitte führ das mal so durch, wie wir das hier so eingegeben haben. Und dann lassen wir ihn das machen. Mal gucken. Hui. Spannend, spannend, spannend. Ich bin echt gespannt, ob das mit diesem Com-Netz hinhaut. So wie gedacht. Wo ist denn die Erde? Aber wir sind mittlerweile auch schon echt schön hoch, ne? Da dreht er sich vor sich hin. Da dreht er sich vor sich hin. Und wir sind auch relativ gut, also tatsächlich war das Manöver gar nicht so schlecht. Wir sind relativ gut in Richtung unseres Ziels ausgerichtet. So, ich gebe ihm mal RCS, damit er das auch machen kann. Das sieht auch gut aus. Sehr schön. So, er ist gut genug ausgerichtet, würde ich mal sagen. Jetzt mache ich mal, also ich mache jetzt Zeitraffer diesmal nicht aus RCS-Spargründen, sondern aus, wir wollen hier nicht bis 2 Uhr morgens sitzen, Gründen. Also ich hole ihn ein bisschen an das Manöver zeitlich ran, gebe ihm dann nochmal 10 Sekunden, sich auszugleichen. So. Gut. Dann Freue Born mit Morzipan. Jawohl, Antrieb läuft und irgendwas ist unwuchtig. Er muss ganz schön asseln, um da dagegen anzukämpfen. Ich hoffe, dass das nicht zu viel Verschnitt bedeutet in der Gesamtmenge. Wir haben ein bisschen Puffer. Wir haben ein bisschen Puffer. Ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, ich mache mir noch Sorgen, ob das hier so alles hinhaut. Aber wir werden sehen. Wir bringen jetzt die 4 Satelliten in Position. Selbst wenn der nicht auf den Auftrag einzahlt, ist der Punkt halt einfach, die Satelliten sind unglaublich wertvoll für uns, weil die 4 Stück auf der Höhe werden uns, glaube ich, für den Rest unserer Karriere relativ gute Dienste leisten, was die Funkabdeckung im Nahbereich angeht. Also ich werde später sicherlich noch Satelliten hochschicken müssen mit, guck mal, da ist der Rest vom Schützenfest, mit so Langreichweitenantennen, also um, was weiß ich, zum Mars oder sonst wo zu funken. Oder nach Jupiter, wenn wir irgendwann mal auch da was hinschicken. Aber im Moment
ist das ja gar nicht unser Problem. Im Moment sind wir unterwegs zum Mond und die Antennen, die wir drauf haben, reichen bis zum Mond potenziell. Das heißt, wir hätten auch eine Abdeckung in alle Richtungen und so. Wir werden es sehen. So. 500 Check und 450. Er bläst halt echt richtig viel fürs RCS raus, ne? Er bläst wirklich richtig viel fürs RCS raus. Ich hoffe, da bleibt noch ein bisschen was übrig, damit wir gegebenenfalls die Exzentrik klären können. Also, wir müssen hier auf 0,004 runter. Da geht noch ein bisschen was. 0,87. Sechs. Mal schauen, wie nah wir daran kommen. Bin ich sehr gespannt. Also wir werden da nicht allzu weit von entfernt sein, aber ich brauche gegebenenfalls noch ein bisschen Saft in der Büchse drin, um Korrekturen zu machen. Ja, aber obwohl. Boah, 001. Alter, hör auf damit. Versau's nicht. 0, 0, 1. Komsat 1 ist abgehakt. Oe, oe. So. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, jetzt müssen wir mal zu unserem anderen Spaßwessel rüber. Den Komsat 1 lassen wir jetzt mal rotieren. Den benenne ich jetzt erstmal um, damit es nicht zu Verwirrung im Vertrag kommt. Hoffentlich. Hoffentlich kommt es nicht jetzt schon zu Verwirrung im Vertrag, weil das Ding so komisch heißt. So, und jetzt machen wir eine Rotation mit unserem Träger. Da ändert sich ja nichts. Also wir werden immer vom gleichen Startpunkt aus arbeiten. Jetzt muss ich ihn nur einmal erwischen, dass ich ihm sagen kann, dass er ein bisschen anders heißt. Rename Vessel, du heißt ab jetzt Sat Kariakowski. Gut. Das hat unseren Vertrag hoffentlich nicht kaputt gemacht. Nein, Komsat 1 ist immer noch abgehakt. Sehr schön. So, das heißt, was wir jetzt hier tun, ist quasi einmal um die Erde drumherum fahren. So, wir sind das da. Und hier ist unser Satellit unterwegs. Wir fahren jetzt hier einmal rum und klinken dann gleich den nächsten Satelliten aus. Und Thorsten, gute Nacht und ja, Aufzeichnung gibt es natürlich bei Twitch, bei YouTube, bei überall. Also dann gerne nachholen, was du verpasst hast. Gilt natürlich auch für den Rest von euch, ne? Quält euch nicht, wenn ihr müde werdet. Dafür gibt es Aufzeichnungen, die werden immer veröffentlicht auf der Plattform eurer Wahl. Also wenn für euch Twitch und/oder YouTube zur Wahl stehen, andere Plattformen bediene ich leider nicht. Gut, ich würde sagen, nächster. So, ich kann nicht mal SAS ausschalten, ne? Ne. Gut, läuft ja bei mir. Hibernation, dann verbrauchen wir auch nicht ganz so viel Strom auf dem Ding. So, wir hauen den nächsten Satelliten raus, einfach nur, weil wir es können. Decouple, weg damit. Das gibt uns noch mehr Rotation in noch eine andere spannende Richtung. So, diesmal haben wir aber was dazugelernt. Als erstes Mal sagen wir nämlich Control from here, was die Situation ein wenig verändert. Da hinten seht ihr übrigens noch, seht ihr das? Unser, wartet mal, unser Trägerraumschiff. Ah, jetzt beruhig dich mal ein bisschen. Da war es gerade noch zu sehen. Ah, jetzt habe ich es verloren. Da. Da ist unser Trägerraumschiff, von dem wir uns gerade abgesprengt haben. Der Sat-Kariakowski. Und apropos, wir müssen uns jetzt natürlich umbenennen. Wir sind nämlich Komsat 2. Ich mache das lieber ganz penibel. Ich gucke gleich nochmal nach, ob ich es richtig geschrieben habe. Zack. Ah, mit Doppel-M. Ah, alles klar. Rename Vessel. Komm. Ich möchte nicht, dass es an solchen Banalitäten scheitert. Komsat 2. Gut. Kann ich eine Direct Connection zu Komsat 1 aufbauen? Wir wissen es nicht. Im Moment noch ja. Mal gucken, wie das so ist, wenn. Obwohl, nee, ich habe nicht wirklich eine Direct Connection, ne? Die ist schon weggesägt. Aber mal gucken, die müsste sich eigentlich gleich ergeben, wenn ich rausfliege. Weiter. Kommt er dann? Nee, der ist zu weit weg. Aber die Verteilung müsste eigentlich hinhauen.
Bin mal gespannt, ob wir da welche zwischenplatziert bekommen. Weil jetzt platziere ich mich natürlich. Schwierig. Müssen die tatsächlich zueinander direkte Verbindungen haben? Also bestimmte Reihenfolgen? Direct Connection to Komsa 2. Ja, dann bist du aber. Obwohl, gleich könnte eine Direct Connection zustande kommen. Es ist nicht mehr so weit davon entfernt. Connecte dich! Na gut, jetzt planen wir mal unser Manöver. Also, wir jagen den jetzt auf jeden Fall erstmal in Orbit hoch. Also in einen vernünftigen Orbit. Add Maneuver. So, zack. Good enough. 1032. Auch das ist good enough. So, jetzt bereiten wir ihn einmal vor wieder. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen so Fummeltrinenarbeit hier, irgendwie alles zurecht zu düdeln. Aber ich hoffe, ihr habt da Verständnis für, weil die Alternative wäre gewesen, viermal zu starten. Ich glaube, das hätte noch länger gedauert, ehrlich gesagt. Zack. So. Jetzt möchte ich dich gerne auf Dings haben und das machen wir kurz aus. Ach, machen wir nicht. Hier, mach selber. Vogel. Okay, übertreib's nicht, ne? Wir brauchen noch ein bisschen was nachher fürs Fliegen. Gut. Das sieht so schlecht aber alles gar nicht aus. Alles klar. Gut, das aus. Er dreht sich schon mal nicht mehr ganz verrückt. Flight Computer. Execute. Und dann würde ich sagen, geben wir dem Flight Computer mal die Kontrolle auch über dieses Manöver. Und lassen ihn machen. Ich zoome ihn natürlich zeitlich wieder an die Manöverdurchführung ran. Dass wir da nicht so ewig drauf warten müssen. Wir haben 1031 Meter zu machen. Wir haben 1089 in der Spardose. Das hat, also da die Probes baugleich sind, würde ich im Moment unterstellen, dass sich das ziemlich ähnlich verhalten müsste. Sollte also eigentlich gut gehen. So. Deshalb zoome ich uns jetzt auch mal ran. Oh! Das war eine knappe Nummer. So, Zündung erfolgt, Verhalten sehr ähnlich. Gut, jetzt lassen wir ihn mal brennen, knappe 3 Minuten. Jetzt kommt die spannende Frage, hat's gereicht, dass wir. Jawohl, guck mal, ich glaube, wir haben eine. Haben wir eine Direktverbindung? Nee, ne? Das sieht nur so aus, als ob, glaube ich. Da ist so irgend so ein Strich. Aber bin mir nicht sicher, ob der. Der geht nicht durch, ne? Nee, dann ist das hier eher so der Komsa 3 oder sowas. Können wir auch schon mal umbenennen, dass hier keine Verwechslungen entstehen. Das wird wahrscheinlich eher so Komsa 3. Also da müssen wir noch einen anderen in die Lücke setzen. Zack. Also, wenn der jetzt, nachdem wir einen Umlauf gemacht haben, da ist, dann heißt das, der hier, den wir jetzt gerade starten, wird dann dort sein. Er hier wird dann, muss eigentlich einen ähnlichen Abstand zu ihm halten. Richtig, muss also dann irgendwo hier sein. Dann starten wir den nächsten, der ist hier. Das ist dann wahrscheinlich eher so der Komsat 4. Und dann kommt der 2 wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken, wie die Versatzzeiten so sind. Yay, Kerbal-Smiley! Kerbal-Smiley, der immer noch viel zu selten benutzt wird, möchte ich übrigens nochmal anmerken. Ja, 500, 460, ja, das sieht aber auch wieder so aus, als ob es klappen würde. Das ist alles machbar, glaube ich. Das ist alles machbar, das Kommsatnetz. Und wenn wir das jetzt noch mit der Reihenfolge hinkriegen und der Vertrag das versteht und wir die nicht total beschissen platzieren, dann.
gibt das ein bisschen was. So, die letzten 100 und ein bisschen Delta V. Ich hoffe auch wieder mit einer sehr niedrigen Exzentrik. Oh Gott, der letzte Schluck Whisky, da muss ich jetzt mit leben. Also betrunken als jetzt werde ich nicht mehr. Ein Robert-Smiley. Nun ja, passt mal auf. So, Exzentrik ist durch. Ich mache mal Folgendes. Ihr glaubt ja nicht wirklich, dass ich es nicht getan habe. Oh ja. So, gut. Zack, ist ein bisschen zu viel Abstand, aber die Hoffnung ist natürlich, wenn wir jetzt noch einen Umlauf machen, dass sich das dann klärt. Switch to, also ab zum Sat Kerjaskowski. So, und jetzt schauen wir mal, wo wir so stehen, wenn wir die nächste Runde fahren. In unserem fröhlichen Reigen. Also, die zwei sind da. Und wir würden jetzt den nächsten Kandidaten hier zwischensetzen. Ich verstehe. Das zieht sich jetzt natürlich noch ein bisschen. Ja, okay. Der würde jetzt aber hoffentlich, sobald er da oben ist, eine Direktverbindung zum Einser kriegen. Warum haben die eigentlich keine Direktverbindung? Tun die das einfach aus Prinzip nicht, oder? Weiß es nicht, ne? Vielleicht können auch diese Antennen das einfach nicht. Ah doch, mit dem macht das ja auch. Why not? So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ich werde noch einen Umlauf machen. Die Platzierung gefällt mir einfach nicht, weil ich müsste ja zumindest mal mit ihm hier irgendwie eine Verbindung hinkriegen. Und das macht er im Moment nicht. Ich will sehen, dass er zu irgendeinem von diesem blöden Satz. Jetzt hat er eine Direktverbindung. Da könnte ich jetzt den Komsat 2 relativ gut positionieren. Das sieht vielversprechend aus. Hier packen wir jetzt den Zweier hin. Hier packen wir jetzt den Zweier hin. So. Zack, 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 zack. So. Das läuft doch alles relativ gut. Wir haben ja Zeit. Wir müssen uns halt nur die Lücken gut suchen. Die Kappel. So. So, jetzt können wir hier auch gleich schon mal. Also du wirst jetzt. Erstmal Control from here, dann wirst du Komsat 2. Accept und du bekommst jetzt von mir noch einmal die RCS-Kur verpasst. Enabled, enabled, enabled und enabled. So. Einmal das aus, das an. Einmal Richtung Prograde grob. Ist im weitesten Sinne unsere Probleme lösen. Beruhig dich. Ruhig dich, SAS. Sehr schön. Okay, good enough. Dann kommt meine Überplanung. Sehr, sehr schön. Genau, für alle von euch, die sich fragen, warum habe ich denn keinen Kerbel-Smiley oder keinen Robert-Smiley? Das sind Spezial-Smileys für Abonnenten, heißt das, glaube ich, bei Twitch.
Also wenn ihr ein Twitch Prime-Abo dalasst oder ein sonstiges Abo, dann kommt ihr auch an die coolen Smileys ran. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne normale Smileys benutzen. Und wenn ihr so bescheuert seid, das wird übrigens bestraft, unbedingt Robert als, also mich als Smiley haben zu wollen, das ist leider nur in dem teuren Abo drin. Das habe ich mit Absicht gemacht, damit das nicht missbraucht wird. Danke, bitte tut das einfach nicht. So, das müsste auch wieder exakt genug sein. Ich meine, da sind jetzt kleine Abweichungen drin, aber ja. Guck mal, ich habe eine direkte Verbindung da. Ich habe eine direkte Verbindung da. Dann müssen wir jetzt hier noch einen mit 3 quasi hier zwischen positionieren und dann wird das da der Vierer tatsächlich. Außer er baut jetzt noch eine wilde Direktverbindung dahin auf, aber ich befürchte fast, dass es nicht funktioniert. Wir werden es sehen. So. Wir werden es sehen. Zack, zack, execute. Und dann heißt es, SA ist aus, RC ist an, Zeitraffer ans Manöver. Klingt nach einer Herausforderung, aber gut verstecktes Marketing. Nein. Tatsächlich war die Erwägung so, dass wahrscheinlich die meisten Bock drauf haben, das Kerbal-Smiley zu haben. Und man kann das nur so staffeln. Ich kann nur ein Smiley pro Abonnementstufe. Und es gibt halt diese 4,99, 9,99, 24,99 Abos wohl. Und da habe ich das Kerbal-Smiley halt in die 4,99 Abo-Stufe gepackt, weil ich dachte, Kerbal-Smiley haben die meisten wahrscheinlich Bock drauf. So. Zack. So. Und dann gibt es übrigens auch noch das da. Wolltest du jetzt eigentlich nochmal einen Player Unknowns Battleground Livestream machen? Ja, mal gucken. Also es hat eigentlich Spaß gemacht. Wenn der Jack da auch nochmal Bock drauf hat, würde ich es schon mal mit ihm zusammen nochmal machen. Aber also jetzt nicht auf regelmäßiger Basis. Ich werde jetzt nicht wöchentlich Player Unknowns Battleground streamen. Da gibt es genug professionelle Leute für. Und um Himmels Willen, ich verpasse hier schon wieder die Hälfte an Follows. Genau, komme ich gleich zu den Follows. Da waren es auch schon mehrere. Genau, weil da gibt es professionellere Streamer für, die da echt mehr Ahnung von haben. Und da macht es auch Spaß, dann zuzugucken, wie die mal was gewinnen. Das wird bei Jack und mir so schnell nicht passieren, außer alle anderen kriegen keine Waffen in die Hand oder so. Und selbst dann bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir gewinnen. Genau, und jetzt aber erstmal an Shahid Lasser und Skinner. Vielen lieben Dank für eure Follows und ja, willkommen bei den Kommandanten. Ganz viel Spaß beim Zugucken. Jetzt zum Beispiel gerade beim Zugucken, während ich quatsche und vergesse, den Zeitraffer mal zu nutzen. Beim Zugucken, wie wir diese Probe hier in den Orbit packen. Ach so, ja, Proxy, ja, das haben wir schon gemacht. Du kannst mal in den Videoaufzeichnungen hier auf Twitch gucken. Das haben wir. Jetzt lass mich nicht lügen. Freitag oder Samstag letzte Woche gemacht, als Ersatz für den geplanten Sonntag. Und Klims, hallo und willkommen und viel Spaß beim Zugucken. Schön, dass du es einrichten konntest. So, ich glaube, das ist knapp genug an der ganzen Geschichte. Freitag haben wir es gemacht, okay. Ja. Genau, aber ist in den Videoaufzeichnungen von Twitch auf jeden Fall noch drinne. War lustig. Also ich finde, lustig trifft es ganz gut. Es war nicht effizient, es war nicht besonders gut. Ja, es war lustig. Was ist hier los? Alter, Alter, mach mich nicht fertig. Oh Gott. Machen wir es auch in die richtige Richtung? Ja. Okay. Alles ist gut. Alles ist gut. Hat es das besonders viel gekostet? Ich hoffe nicht. Ja, wie gesagt, haben nicht so viele Leute zugeguckt wie jetzt beim Kerbal-Stream, aber das ist ja auch okay. Ich meine, die meisten von euch sind KSP-Zuschauer und das ist auch völlig okay. Und ihr kennt das von mir. Ich habe so meine Phasen, in denen spiele ich dann halt auch mal XCOM oder RimWorld oder bla, irgendwas anderes halt. Und genauso sehe ich das halt auch mit PlayerUnknown's Battleground. Werde ich sicherlich noch vielleicht ein oder zweimal streamen, vielleicht auch fünf oder sechs Mal, aber nicht regelmäßig. That's it. Genau. Oh, du hattest gerade noch ein Date. Und wie lief's?
Zeigst du jetzt gerade deinen Lieblings-Twitch-Kanal? Falls ja, hallo Date von Cleems. Du hast dich gut entschieden, das ist jemand mit Bildung und Geschmack. Ja, so. Probe offiziell 2. mal gucken, ob das funktioniert. Also die hat auch, genau, Direct Connection to Comsat 1. Oh, hervorragend, du hast sie tatsächlich zum Twitch-Gucken mit nach Hause gebracht. Das ist, ich begrüße das, ich begrüße das. Hallo, Date von Cleems. Wie gesagt, ein Mann von Bildung und Kultur. Raumfahrt und so. Kannst du nichts falsch machen. Und ich glaube, schon 2-monatiger Abonnent bei mir. Damit, da kannst du gar nichts falsch machen. Der hat offensichtlich auch Geld. Oh, jetzt bin ich zu weit gegangen. Nein, alles gut. So, gleich haben wir das hier durch. Gleich haben wir das hier durch. Dann muss ich ihm gleich wieder sein blödes Anti-Rotation-Ding austreiben. Oder bleibt diesmal gar nicht so viel übrig? Nukulartechniker, ja, ich bin mir sicher. Es kann ja nicht jeder so wie du Ingenieur sein, Schnorpel. Ach, Schnorpel, gerne mal Feedback. Du hattest mich ja darauf hingewiesen, dass das so ein bisschen nervig ist mit den Follow-Dingern. Wie ist denn das neue Follow? Ist das ein bisschen subtiler, angenehmer? Also ganz wegmachen will ich es natürlich nicht. Ich will ja auch mitbekommen, wenn Follows kommen. So. Jetzt bin ich so rot wie mein Shirt. Rot, die Farbe von der Liebe. Okay, Fuck. Die Eccentricity passt nicht. So ganz. Das heißt, wir müssen noch mal nachbessern. Markus, danke für dein Abo und viel Spaß mit den Smileys. Wir müssen noch mal nachbessern. Okay, die Eccentricity ärgert uns gerade ein wenig. Ich würde mal versuchen. Oh, da müssen wir jetzt echt sparsam sein. Ob uns das reicht. Ich würde an der Periaps versuchen. Ja, das ist natürlich. Ja, das ist Kacke. Also ich weiß auch, warum es schiefgegangen ist. Und ich hoffe, dass wir das mit wenig Aufwand gefixt bekommen. Ich bin halt zu spät gestartet, ne? Das könnte uns jetzt ein bisschen den Tag verderben. So. Wir müssen hier ein bisschen bremsen. Aber besonders viel habe ich dafür nicht. Nee. Ich will. Hä? Warte mal. Ich will an der Periaps bremsen, ja. Ah, okay. War einfach in falsche Richtung gedreht. Wow, 16 Delta Wiesen halt auch nix, ne? Ich muss nicht viel runterkommen. Okay, ich probier mal ihm 15 Delta V rauszuwürgen oder 14. In der Hoffnung. Wir müssen nicht viel schaffen. Ich meine, wir sind bei einer 0,007er Eccentricity hier zu lesen. Und wir müssen auf 0,004 runter. Genau, ja, das Follow ist mittlerweile das Auto von der Twitch-App. Ich finde, das hat man. Deshalb hatte ich bei PlayerUnknown's Battleground auch die gesamte Follower-Notification aus. Da sind auch irgendwie über 50 Follows zusammengekommen. Aber ganz viel aus dieser App raus halt. Ich finde aber bei KSP, es hat sich mittlerweile gelegt. Also viele von den Leuten, die hier auch followen, tauchen auch tatsächlich auf. Gucken den Stream, das finde ich okay. Ich glaube, da haben wir mittlerweile alle Verdächtigen abgegrast, die das über Autofollow machen. Und die letzten paar ist auch noch egal. So, jetzt, ja, ich würde mal sagen, wir probieren das jetzt nochmal und ich lasse das den Flight Computer wieder machen, weil ich kriege das bei weitem nicht so exakt hin. Heißt aber auch, wir müssen jetzt mal gucken, wie sich unser Satkiria-Taxi hier positioniert, ob das vorher an einer guten Position ankommt. Weil nicht, dass ich es verpasse.
Da müssen wir eigentlich gucken, dass wir den letzten Satelliten hier irgendwie mittig hier zwischen bekommen. Ne? Irgendwie mittig dazwischen. Hä, wo ist denn der Sat-Carrier da? Okay, ist tatsächlich richtig. Gut, dann sieht das aber gut aus, dass wir da eine gute Möglichkeit haben. So, und der zieht uns jetzt eh gleich aus dem Warp raus. Und Dankeschön, Lazy Gamer, für dein Follow. Willkommen bei den Kommunauten. Ganz viel Spaß beim Zugucken. So. Und wir machen jetzt hier gerade. Oh. Ja, mal gucken, ob da genug Delta-V übrig bleiben. Nicht ganz. Okay, ich hoffe einfach, dass die Delta-V, die übrig bleiben, ausreichen, um noch was zu reißen an der Eccentricity. Sonst scheitern wir tatsächlich um einen Satelliten, weil ich zu spät, also weil ich das Triebwerk nicht angeschaltet hatte. Das hat uns letzten Endes den Spaß gekostet, dass er zu spät gezündet hat. Und das hat die Eccentricity erhöht, weil das Manöver nicht exakt war. So, Und Zynapskull, danke auch dir für dein Follow. Viel Spaß beim Zugucken und wir hoffen mal das Beste. Es sind nur noch 7 Delta V übrig geblieben. Davon werden wir auch nicht alles rausheizen in den Flug. Hoffen wir das Beste. Ah, 005. Es ist unglaublich. Es ist wirklich. Ja, danke. Es ist zur Kenntnis genommen, dass das nicht funktioniert. Ah. Okay, die Eccentricity kriegen wir nicht mehr hin. Dann können wir jetzt mal gucken. Da müssen wir nochmal einen Satelliten hinterher schieben irgendwann. Switch to. Okay. Dann gucken wir jetzt, dass wir den anderen Satelliten aber noch sauber postieren. Und ja, ärgerlich. Um, wie man unter nicht so feinen Leuten sagen würde, Arschhaaresbreite dran vorbei. Aber ich weiß ja auch, wo der Fehler lag. Also der lag ja bei mir. Ich brauche ja da gar keinen für Blame. Das habe ich selber verbockt. So, jetzt gucken wir mal, dass wir einen weiteren Satelliten schon mal in Position bringen. Ja, nicht RCS für alle. Also RCS ist auch der Treibstoff. Also das Hydrazin wird für beides benutzt. Genau, Treibstoff ist alle. Und das RCS, also es hätte mit dem Treibstoff, glaube ich, noch gepasst. Aber das RCS hat so viel von dem Hydrazin aufgebraucht, dass jetzt wirklich, also ich hätte wahrscheinlich 2 Delta V, wenn ich mal raten müsste, mehr gebraucht. Oder so, um es in auf eine Eccentricity zu schaffen, die akzeptabel gewesen wäre. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Okay, das sieht aber gut aus, dass wir hier eine Verbindung zum Dreier haben. Dann würde ich hier jetzt den Vierer platzieren, ehrlich gesagt. Dann haben wir das Thema mal durch. Schwupp. So. Gut. Und wir gehen dahin. Also, das ist jetzt unser Kommsat, oder das wird unser Kommsat 4. Den kontrollieren wir von hier. Wir machen SRS aus. Wir benamen ihn um in Kommsat 4. Und wir machen unsere RCS-Düsen an. 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 Wir prüfen, dass das auf 0 steht. Das tut es. Wir machen den hier an. Man soll mir nicht vorwerfen, dass ich nicht lernfähig wäre. So. Gut. Dann nochmal das Spiel mit dem Flight Computer. Und eigentlich sind wir an dem Punkt, wo Periapsis und Apoapsis sich quasi hier beginnen zu drehen, ist eigentlich immer ein guter Punkt, dass der Orbit relativ zirkular ist, also eine niedrige Exzentrik hat. Das ist dann immer ganz gut gegeben. So, und das lassen wir jetzt den Flight Computer durchführen und wir geben dem Flight Computer dafür RCS in seine kleinen Wurstfingerchen. Und ja,
zoom da mal hin, würde ich sagen. In 2 Minuten ist es schon soweit, dass er sich ausrichtet. Dann ziehen wir ihn nochmal gerade per Time Warp an die Stelle ran und lassen ihn sein Manöverchen fliegen. Und dann haben wir zumindest mal den Komsat 4 vermutlich am Start. Aber was halt fehlt, ist jetzt einfach der Komsat 2 dazwischen, der eh scheiße positioniert hat. Ja, nee, Control from here habe ich gleich am Anfang gemacht. Siehst du? Ändert sich nichts mehr. Alles gut. Das war gleich das Erste, was ich gemacht habe. So, was hast du heute verpasst? Gar nicht so viel, Nasradam. Wir haben das Zwischenmanöver von der Venera 1 gemacht. Also die Venus-Sonde ist also ist jetzt auf Vorbeiflugkurs. Und wir haben den Early Satellite Network, baue ein Dingsbums Netzwerk aus 4 Satelliten, das sich mit einem Start gerade versucht zu erledigen. Leider habe ich einen Satelliten um wirklich 2 Delta V schlecht platziert. Da werden wir nochmal einen Satelliten nachstarten müssen. Die anderen drei sehen aber, also wenn der jetzt auch noch klappt, sehen die anderen drei gut aus. Ja, das hat nicht ganz hingehauen. Leider. Leider, leider. Der ist jetzt echt trocken gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gucken wir uns die Venus heute noch an. Ja, definitiv. Also, wir werden heute auf jeden Fall noch uns die Zeit nehmen, um den Venus-Flyby abzugrasen mit Science. Weil ich für mich auch einfach für die Planung meines nächsten Livestreams, damit ich mir im Kopf schon mal zurechtlegen kann, was ich glaube, was ich machen möchte, möchte ich wissen, wie viele Science-Punkte mir das bringt. Vielleicht sind es ja auch null, wenn irgendwas schief geht. Deshalb machen wir das heute auf jeden Fall noch. Ich meine, das sind noch 34 Tage. Und genau, Nasredam, ich habe mich für den größeren Vertrag entschieden, weil ich so oder so den Plan hatte, das mit einer Rakete hochzuschießen. Und 4 einfach symmetrischer ist als 3 und 150.000 mehr bringt. Ah, Ende vom Lied ist, ich muss jetzt halt nochmal eine Rakete nachstarten. Das wird mich nochmal so knappe 20.000 vom Gewinn kosten und ein bisschen Zeit, bis das erledigt ist. Aber da ich gerade so viele spannende Sachen. Also gut, wir haben das Marsfenster. M-Toys, danke. Oder M7 Toys. Oder M7 Toys. Ich weiß nicht, wie es gemeint ist. Danke für dein Follow und viel Spaß beim Zugucken. Genau, wir haben das Marsfenster, da könnte man natürlich was für vorbereiten. Da würde mich allerdings ehrlich gesagt reizen, dass wir vorher die Electrics hier fertig haben. Genau, die Frage ist jetzt, was man in 34 Tagen noch so erledigen kann. Genau. Ja, vielleicht können wir noch was Kleines dazwischen schieben. Oder ich baue eine abgespeckte Variante. Ich brauche ja eigentlich auch keine große Rakete, um einen von diesen Satelliten in den Orbit zu schießen. Aber ich glaube, das werde ich auch nicht mehr heute machen, diesen fehlenden vierten Satelliten. Oder vielleicht machen wir es tatsächlich noch heute, weil wegen Bodennebel. Einfach damit ich da ein Häkchen hinterbekomme und wir die Kohle auf dem Konto haben. Mal schauen, jetzt warten wir erstmal ab, was der hier so tut oder auch nicht tut. Wir sind auf jeden Fall gleich durch mit unseren Spielchen und Problemchen und ich hoffe, die Exzentrik passt dann. Bei ihm sieht's gut aus. Jawohl, 0001. Der kriegt jetzt natürlich gerade kein Häkchen, weil die Verbindungen insgesamt nicht stehen. Genau, so. Also, gut. Der Satellit ist safe. Also wir haben jetzt eigentlich nur den Punkt, dass der hier, den können wir eigentlich sprengen, muss man der Fairness halber sagen, weil der sonst nur für Verwirrung sorgt. Weil ich brauche einen Satelliten, den ich in diese Lücke platzieren kann, die da oben entstehen wird. Und der hier ist halt leider einfach für den Arsch, um es mal nett zu formulieren. Und es hätte auch nicht funktioniert auf die Art und Weise, ne? Also, mir fehlt jetzt natürlich hier die Verbindung hier rüber. Mal gucken, eigentlich, aber wenn ich das so
Wenn ich jetzt hier mal so einen Strich nehme, ne? Ich mache das jetzt einfach mal. Und den so tue und dann nochmal so tue. Dann kann ich eine Verbindung hinmachen. Also, wenn ich da einen Satelliten mittig rein platziere, müsste die Verbindung klappen. Und hier seht ihr das Problem. Also, ich habe eine Exzentrik von 0,005 hinbekommen. Gute Nacht, Markus. Und 0,004 hätte ich gebraucht. Und damit war der Rest dann auch schon egal. Weil hätte das geklappt, hätte ich den Vierer dann natürlich hier rein platziert. Aber hier ist halt nichts mehr zu holen. Der ist trocken. So, und mit dem mache ich jetzt Range Safety, damit hier keine Verwirrungen entstehen. Obwohl, habe ich noch irgendwas? Ja, das brauche ich auch nicht mehr decoupeln, ne? Das ist alles. Ich kann nichts mehr decoupeln, ne. Mache ich Range Safety, damit hier kein Blödsinn entsteht. Schwupp. Range Safety. So. Wupptität der Erdkruste. Ja, genau. Wupptität der Erdkruste. Genau das. Okay, also uns fehlt noch ein Satellit, nämlich genau genommen der Kommsat 2 an der richtigen Stelle, mit der Hoffnung, dass die Antennen das können. Wenn die das können, von der Reichweite her, und ich das gut platziert bekomme, ist das eigentlich eine relativ easy peasy Nummer. Deshalb wäre jetzt die Überlegung einfach zu sagen, wir nehmen. Als Grundlage, glaube ich, unseren Satellitenträger von gerade. Obwohl der auch völlig übertrieben ist, aber da weiß ich wenigstens, dass es funktioniert. Load. Wie ist das Ding? Kommunist Sat1. Bin ich immer noch besonders stolz drauf auf diesen Namen, wie ihr sicherlich merkt. So, wenn wir da jetzt so ein paar Sachen rausbauen, also erstmal vielleicht ein paar Sachen gerade rücken. Solche Verbindungen hier natürlich. Das kann ich so nicht akzeptieren. Das sieht ja nicht aus. Dafür ist der da unten diesmal gerade geblieben. Sehr schön. Wenn wir jetzt einfach sagen, wir machen das da weg. Und das irgendwie mit Einfachverteilung hier hin irgendwo. Was weiß ich, da stört's keinen. So, und jetzt nehmen wir einfach einen Decoupler da oben drauf. Oh Gott. Ja, einen Decoupler da oben drauf. Machen den ein bisschen kleiner. Nehmen uns hier so ein Teil. Wie gehört das da jetzt ran? Warum habe ich das denn jetzt? Okay, das war nicht der Plan. Ah. Control Z. Rüll, rüll, rüll. Dankeschön. Ich wollte schon gerne irgendwie den Part hier mitnehmen. Ach, dann brauche ich aber gar nicht den Part, ne? Genau. Jetzt einfach hier sagen, zack. Und drauf. Ist jetzt nicht schön. Ne? Aber, ey. Es tut seinen Zweck und ich brauche nicht eine neue Rakete konzipieren. Ne? Und wir diskutieren, wir machen jetzt einfach ein Fairing drum und schweigen über alle Dinge, die da nicht stattgefunden haben. Das ist jetzt die modifizierte 1A-Variante, die, wie ihr seht, auch viel, viel schneller und einfacher zu bauen ist. So, genau. Zack, zack, zack. Warum nicht noch einmal vier? Dann kann man ausgleichen. Ah, einer reicht. Weil es teuer ist. Ich bin ein Geizkragen. Jetzt brauchen wir noch mal das blöde Fairing. Wo ist es? Wo hat es sich schon wieder hingeschlichen? Da hat es sich hingeschlichen. Und das wäre ein bisschen arg zeitig. Da so packen wir die jetzt hin. Zack. Zack, zack. Und das restliche Geld, was wir dann nämlich haben, dadurch wird die Rakete billiger. Wenn die Rakete billiger ist, kann ich schneller. Zur Reserve, falls mit der Erde. Ja, es ist mehr Bauzeit, mehr Kosten, was die Beschleunigung wiederum. Ah, ihr bringt mich auch immer mit euren Diskussionen in Teufelsküche. Aber mein Grundsatz ist, ich höre nicht auf den Chat. Ich höre heute mal nicht auf den Chat. Ich mache die schnelle Variante, weil ich will das. Ich habe das Marsfenster schon fest im Auge. Und ich möchte das Marsfenster auf keinen Fall in Gefahr bringen. So. Gut, zack, 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 zack. Delta V viel zu viel. Ich mag Übertreibung. Sehr schön.
So. Und dann raus hier. So, und jetzt versuchst du gerade umgekehrte Psychologie an mir, Schnorpel. Das wird nicht funktionieren. So, und jetzt beschleunigen wir den Bau hier nämlich mal ein bisschen, indem wir, und das ist halt auch einfacher, wenn es billiger ist, indem wir Geld draufwerfen. Ich möchte nämlich eigentlich gerne in so ungefähr 34 Tagen, klingt super, möchte ich damit fertig sein. So, jetzt haben wir da natürlich nochmal ordentlich Geld draufgeschmissen, ist aber egal. So, und jetzt Warp to Complete. Dann können wir heute nämlich folgende Dinge noch abfeiern. Wir können uns die Forschungsergebnisse gleich von der Venus holen, hoffe ich. Und wir können dann den nachträglich noch fehlenden, noch zu launchenden Scheiße kommt wahrscheinlich auf eine andere Bahn. Kommunist satt nachstarten. Das müssen wir dann mal gucken. So. Okay, ist echt eine Stunde vorher fertig, ne? Hervorragend. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, und dann haben wir nämlich noch gute 100 Tage Zeit für das Startfenster zum Mars. Das reicht noch, um nächste Folge eine Rakete zu konzeptionieren und loszuschicken mit unserer neuen Fancy-Technologie. Die ist in 2 Tagen fertig. Und die wird awesome sein. Das sind so ausklappbare, drehbare Solarpanels. Habe ich schon richtig Bock drauf. Das wird richtig gut. So, jetzt müssen wir hier den Rollout starten. Der dauert 2 Tage 15. Das heißt, wir können jetzt mit gutem Gewissen unsere Venus Probe heimsuchen gehen und live mit dabei sein, wenn sie in den Venus Flyby eintritt. Also, egal, ob der ganze Kram jetzt funktioniert, egal, ob, also die Russen haben auch den Kontakt zu Venera, allerdings schon viel früher, also zur ersten Venera auf jeden Fall verloren. Wir haben, ich sehe da einen grünen Strich, das sieht so aus, als ob wir tatsächlich noch Kontakt haben. Wir haben noch Kontakt. Hervorragend. Ja, und, nee, die Hymne lasse ich jetzt nicht laufen, weil die geht echt lange. Da habt bitte mal Verständnis für. Und das sind auch jedes Mal in der Aufzeichnung bei Twitch irgendwie 5 Minuten Sound weg. Das versuche ich auf ein Minimum zu halten. So. Irgendwo ist hier vielleicht auch schon. Da! Da ist Venus. Da ist die Venus. Ist das nicht schön? So, jetzt gucken wir mal. Stunde 35. Da wird wahrscheinlich so viel Nähe nicht mehr kommen. Was hier passiert? Zack, okay. Strom lädt sich auch gerade auf. Das ist doch auch schön. Wenn hier mal irgendwas funktioniert, so wie es gedacht war. Ja, die Solarpanels sind halt schon übertrieben groß. Aber dafür tun sie ihren Job. Muss ja auch eine Langreichweitenantenne am Laufen halten. So, wir machen Science Here and Now offen. Das heißt, wir toben mal dran vorbei. Und erfreuen uns einfach dem entfernten Anblick der Venus. Wir werden da nicht besonders nah dran langkommen, ne? Ich möchte euch da nicht enttäuschen. Gleich ist es soweit. Gleich ist es soweit. 49 Sekunden kommt es. Hui. Tada! Space High over Venus Midlands. Bitte sag, dass da ganz viel. Naja. Naja, also jetzt keine Unmengen. Ist gleich angeklickt. Gravity Scan, Temperature Scan, Micromail. Ach, guck mal, 14 Komma. Kann man schon mal machen. So. Die lassen wir jetzt erstmal durchlaufen. Genau, die Hymne könnt ihr euch gerne bei Spotify, YouTube oder dem sonstigen Musikanbieter eurer Wahl reinziehen. Also, ich befürworte das natürlich, wenn im Hintergrund jetzt die sowjetische Nationalhymne läuft. Ich will euch da nicht von abhalten. Ich mache es jetzt nur im Video gerade nicht, aus benannten Gründen.
Und der liebe Neo hat ja auch einen Link zu YouTube gepostet, da könnt ihr euch das einfach reinziehen. So, ich würde mal sagen, wir verbringen jetzt hier mal die nächsten, ja, 2 Tage mit Überflug und Instrumente auswerten, in der Hoffnung natürlich, dass wir noch A, ein bisschen besseren Blick auf die Venus bekommen und B, so wie lange fliegen wir denn dran vorbei? Und B, natürlich noch ein paar andere Biome abgrasen können. Wir sind, naja, gute 2 Tage, dann ist auch wieder vorbei. Also in einem Tag und 8 Stunden sind wir auch schon in der größten Annäherung. Und wie gesagt, die größte Annäherung, wenn ihr euch das mal anguckt, wie groß die Venus ist und wo wir lang fliegen. Also wie gesagt, prall wird's nicht, aber ist ja auch unser erster Versuch. So. Wir zoomen mal. Und ich hoffe, dass da noch was anderes als Venus Midland bei rumkommt. Aber wir haben 137 Science-Punkte jetzt schon. Das sieht gut aus. Das ist nämlich die 100, die ich brauche für die nächste Stufe von bemannte Kapseln. Ja. So. Passiert da noch was? Wir sind ein bisschen langsam unterwegs, oder? Warum bin ich aus dem Time-Warp raus gewesen? Habe ich das gemacht? Man weiß es nicht. Das geht noch ein bisschen langsam. Da kommt die Venus. So, und jetzt sind wir. Ah, guck mal hier. Venus Lowlands. Zumindest mal ein Gravity Scan noch mit 12 Punkten. Sehr schön. Und jetzt sind wir auch in relativ kurzer Zeit. Naja, in 20 Stunden haben wir unsere beste Annäherung. Ich werde euch ein Screenshot-fähiges Bild zur Verfügung stellen. Versprochen. Deshalb gehe ich jetzt mal hier hin, damit ich die beste Stelle für euch erwische. Näher als das wird es dann halt leider nicht mehr. Und ich werde dann gleich einmal kurz das Streambild jetzt umstellen auf Sonde im Venus-Vorbeiflug. Da kann sich dann jeder, der da Bock drauf hat, nochmal einen Clip ziehen oder einen Screenshot oder was auch immer ihr so möchtet. Aber wie gesagt, besser kriegen wir es jetzt in der Mission leider nicht hin. So, jetzt haben wir noch Stunde knapp. So, das ist unsere höchste Annäherung, die wir schaffen. Und die Venus ist dann exakt so groß und steht im Gegenlicht. Hervorragend. Ich glaube, das ist gar nicht so Screenshot-würdig, wie man denken würde. Wollt ihr davon einen Screenshot haben oder eher nicht so? Also es ist leider tatsächlich nicht so besonders viel zu erkennen, wenn man mal ehrlich ist. Ah, das ist doof. Blöder Winkel, direkt mit der Sonne dahinter. Schade. Nee, das ist kein schöner Screenshot. Das ist wirklich kein schöner Screenshot. Ich zoome mal ein bisschen weiter und guck mal, ob sich da noch ein Winkel ergibt, aus dem man ein schönes Bild machen kann. Oh, es ergibt sich vor allen Dingen ein Winkel für noch mehr Science. Hui. So. Das sieht doch gut aus. Da sind wir jetzt gleich bei 160 schon. Sehr schön. Ich habe ja die wilde Hoffnung, dass da noch irgendwas geht. Noch was außer Midlands, Lowlands und Highlands? Na? Na? Da geht sie wieder, die Venus. So, und wir haben auch nicht mehr lange, bis wir den Einflussbereich verlassen. In 14 Stunden ist es schon soweit. So, Electrics ist complete. Das heißt, wir können anfangen, unsere Mars Probe zu entwerfen. Genau, und ich würde sagen, an der Stelle ist, glaube ich, ein schöner Punkt, um einen Cut reinzuziehen, denke ich mal. Ich werde den Satelliten auf nächstes Mal verschieben, um das abzuschließen, einfach weil es jetzt auch schon spät ist. Und wenn ich jetzt starte, sind wir auf jeden Fall bis Mitternacht unterwegs. Ich habe morgen aber leider auch zu arbeiten. Das heißt, im nächsten Stream werden wir ein paar spannende Dinge tun. Wir werden dieses blöde COMSAT-Netzwerk mit dem letzten Satelliten versehen. Dann, also nein, andersrum. Vorher als allererstes konzipieren wir die Mars-Probe und setzen die in Bau, weil der Slot in der Fab ist ja frei. Da können wir loslegen. Wir werden dann das COMSAT-Netzwerk abschließen und jetzt zeige ich euch mal noch was Schönes als Abschluss für den Stream heute.
Nämlich Dinge, die funktioniert haben, und da müsste das Fenster schon so weit sein, dass ich das freischalten kann. Wir werden uns darauf vorbereiten, das erste Mal mit einer größeren Truppe und natürlich auch ein bisschen mehr Aufträgen noch, sowas wie erste Eva, flieg mal mit zwei Kerbals in Orbit und solche Sachen, loszufliegen. Und dafür schmeiße ich jetzt schon mal die nächste Forschung rein, nämlich die Second Gen Capsules. Da ist nämlich für uns die Voskhod mit drin und die Voskhod hat eine Crew-Kapazität von bis zu 3. Wir brauchen dazu dann noch ein paar andere Sachen, nämlich Flight Control. Die gute Nachricht ist aber, Flight Control haben wir in der Liste schon drin. Also das kommt jetzt hier alles so nach und nach. Das heißt, ich werde jetzt mal hier tatsächlich sagen, lasst uns die Second Gen Capsules nehmen, damit wir vorwärts kommen und dann endlich mal mit mehr Personal raus können ins Weltall. Und da kommt kurz vor Ende noch von Alarm, all lame, Alarme, das kann ich nicht genau sagen, 00007, ein Follow und da sage ich auch nochmal gerne Danke und viel Spaß beim Zugucken. Warte mal, und wir haben hier unten Electrics fertig. Eröffnet uns Electrics abgefahrene neue Dicke. Ja, aber außerhalb unserer Reichweite. Schade eigentlich. Generalkonstruktion haben wir auch schon. Major Orbital Rocketry haben wir schon. Das heißt, alles, was wir momentan mit gutem Gewissen freischalten können, ist freigeschaltet und wird gerade erforscht. Das heißt, die 60 Science-Punkte, auf denen bleiben wir jetzt gerade erstmal sitzen ein bisschen. Aber wir haben einen so Upgrade-Point noch gekriegt und den stecken wir natürlich nochmal in Forschung rein. Jeder Tag zählt. So, und wir sehen uns dann nächste Woche bei RSS wieder. Ansonsten sehen wir uns diese Woche am Sonntag bei Hardcore Kerbal Colonization wieder, wenn ihr wollt und Lust habt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche, lasst es euch gut gehen und vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.